Hallo. Ich grüße euch. Ja, Pressekonferenz mir egal, ist nur EA. Ist nur EA. Nur EA. Jasmine, danke für den Sub bekommen, Dankeschön. Hinter eines Baumes rennt wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise.
Das Teamspeak hat mich für AFK sein gekickt, weil ich zu lange gebraucht habe, um den Server zu joinen. Vielen Dank. Hurra. Teile ich damit, dass du schon 2 Monate bei uns bist. Peace Games, vielen Dank für den Resub 2 Monate. Nalogo, danke für den Sub. Leon, danke für den Resub. Happy Fruit, danke für den Resub. Willkommen. Miss Rosa, danke für den Sub und herzlich willkommen. Alter. Können wir bitte wieder Kopfschmerzen haben, damit Leute tatsächlich auf den Server connecten können? Könnten wir eine Kompetenzliste? Jemand, der kompetent ist, kommt schneller auf den Server als jemand, der nicht kompetent ist. Das würde zwar bedeuten, wir hätten keine Polizei auf dem Server, aber zumindest wäre das meiner Meinung nach fair. Kann ich Subs vorlesen? Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Mutlof kleiner als 3. Gollum, ich danke dir für den Resub. 38 Monate, Mann. Holy shit, über 3 Jahre. Ach, come on.
Alter, ist das dein Scheiß Ernst hier? Viele Leute, die sich immer noch fragen, was ich mache. Alter, das mache ich jetzt seit 15 Minuten. The fuck? Kann mir jemand mal ein offizielles Statement geben, wie viele Leute gewitelistet sind? Ich würde das gerne mal wissen, damit ich weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich zu welchen Zeiten auf den Server komme. Kann mir jemand sagen, ob die Bewerbungen für den Server aktuell offen sind? Never sind 5000 Leute gewitelistet. Never. Das ist viel zu viel. Also, never. Never! 5000! Nee. Das glaube ich nicht. Oh, ist das frustrierend. Oh mein Gott. Ey, es wird mit jedem Tag schlimmer, ne? Also, ich hab gedacht, ich glaube, ich habe vor einer Woche gesagt, ich dachte so, hey, jetzt wenn sie die Whitelist aufmachen und 1000 Bewerbungen offen haben, dann kann es nicht lange dauern, bis die Slots hochgeschraubt werden, weil sie irgendeinen Hotfix dafür gefunden haben, ne? Das muss ja der Fall sein, ne? Und jetzt sitze ich hier und mach das hier. Das ist halt schon witzlos. Und da sitzen 200, 300, 400 Leute, die genau das Gleiche machen, weil die alle gewitelistet sind. Ich bin im Teamspeak. Ich habe mich gemoved. Oh, der Streamer muss warten, wie alle anderen auch.
ey, du verfickter Hurensohn, ja, jetzt hör mir mal zu. Ich habe eine ganz normale Bewerbung geschrieben. Ich habe mich ganz normal hier hochgearbeitet. Ich krieg keine verfickten Extrawürstchen. Ich gehe in die verfickten Support, beschwere mich wie ein ganz normaler Mensch. Ich habe um nichts verlangt. Ich krieg kein extra Geld. Und du kannst dich verfickt nochmal verpissen, du dreckiger Bastard, und laberst mich hier nicht voll. Hast du das verstanden? Kifflom! Oh, bitte, disconnecte mich nicht, TeamSpeak. Beleidigen ohne echten Grund. Hat auch, reporte mich. Guck, was passiert. Oder subscribe mich. Schau, was passiert. Guck, was passiert. Ich bin gespannt. Erst subscriben und dann reporten, bitte. Und guckt bitte weiter meinen Stream. Du Furze. So, ich muss mir erstmal kurz eine Batterie holen. Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Nachher höre ich das wieder. Streamer beleidigt mich als Furze. I don't give a fuck. Du bist nichts wert. Was soll das? Mein Gott. Nicht mal Twitch Prime. Nicht mal das geht. Diskriminiert mich, weil ich kein Twitch Prime hab. Come on. So. Mobbt mich im Internet. So. Kann man helfen? Nein, ich bin gerade nur aufgewacht. Alles gut. Okay, gut. Miro 1 Sun, vielen Dank für deinen Sub. Und das auch noch mit Twitch Prime. Der Synchronität zwischen Amazon Prime und Twitch Prime. Und der zusätzlichen Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl im Monat kostenlos zu unterstützen. Nehmen wir mal den wieder. Beim nächsten Ton ist es Subzeit. Beim nächsten Ton ist es Subzeit. Was für ein Snickerlunch.
Das war die Grove, oder? So. Hier Flom. Witzhexe, vielen Dank für den Resub. Lost Techo, vielen Dank für den Sub. Battle LP, danke für den Sub. Twitch Prime. So. Warte mal, ich muss mal fragen, vielleicht. Ja, Lensch. Jo, Lentis. Ja, es ist ja mal fein, dich zu hören. Wo treibst du dich denn rum? Also, ich stand an der Grenze und bin am Ende über 50 Mexikaner gehechtet. Und bin jetzt hier. Wo, wie, warst du an der Grenze? Ja, ich kam nicht rein, es ging nicht. Es standen überall Mexikaner und wollten mir Tacos verkaufen. Was hast du in Mexiko gemacht? Warst du auf der Grenze? An der Grenze, ich muss doch hier rüber, Mensch. Die haben doch hier dieses komische politische Problem mit diesem komischen, mit der Möhre. I don't know. Ja. Ja. Ich verstehe. Jo. Wo bist du? Wir müssen uns, glaube ich, mal treffen. Ja, wo bist du? Ich bin gerade bei den Mangolds. Ich akquiriere gerade Stimmen für das Governor-Amt. Oh, da bin ich in der Nähe. Ich komme vorbei. Ja, bis gleich. Bis gleich. Burrito, burrito, taco, taco, burrito. Oh Gott! Was ist das denn? Hä? Was ist? Wo bin ich? Echtes Hargeld gibt's von mir, nix damit Prime Geönse Lul. The fucking hell!
Mit Lynch geht's abwärts, er befindet sich im freien Fall. Korrekt. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Kiflom. Blacko. Vielen Dank für den Sub. Alter, nein. Alter, nein. Welcher war der rote da? Der rot-schwarze. Schon schönen Abend die Herren, nicht? Und lassen sich gut gehen. Jo, gleichfalls. Gleichfalls. Schönen Abend noch. Dean? Sigi? Lensch, hast du ein Bart? Ja, ich hatte gerade total den Trip. Ich bin gerade aufgewacht und irgendwie flog ich. Und... keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Was sind das für Schuhe? Was ist das für eine Jacke? Was ist das für ein Bart? Wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Ganz okay. Eigentlich. Hast du dein Moped verkauft oder wo ist dein Stil hin? Hä? Ich hatte eine Lederjacke an. Ja, und jetzt hast du hier... Was ist das hier? Eine Lederjacke. Eine Turnjacke? Das sieht aus wie eine Lederjacke. Ach Quatsch, zeig mal her. Das ist eine Lederjacke. Ich habe eine Lederjacke angehabt, jetzt habe ich eine Lederjacke an. Ah ja, Tatsache. Ich glaube, ich habe einen Knick in der Optik. Scheiß, die waren dann. Aber was sind das für Schuhe? Bist du in die Hippies gegangen oder was? Alter, du kannst da wohl nichts gegen Converse sagen. Ja, aber bist du nicht aus dem Alter raus, wo man so eine Schuhe trägt? Converse gehen immer. Okay. Ja, gut. Ich muss noch mal kurz mit Herrn Mangold reden und dann, Jo.
können wir gleich los. Jo. Ist das hell genug bei euch? Ich denke schon, ne? Ja, sieht gut aus. Entschuldigung, der Herr in Schwarz, Ihre Tür ist ab. Hallo? Reden Sie mit mir? Okay. Haben Sie gerade mit mir gesprochen? Der zweite Wagen? Der kommt in 5 Minuten. Der sollte gleich da sein. Haben Sie gerade mit mir gesprochen? Ja, habe ich. Ihre Tür ist vom Auto entfernt. Ich wollte Sie noch darauf hinweisen. Ach so. Ah, da ist er. Ist das Ihr Wagen hier? Der Honigdachs, auch Radel genannt, ist ein in Afrika und Asien lebender Raubtierart aus der Familie der Marder. Trotz seines Namens wird er nicht zu den Dachsen im eigentlichen Sinn gezählt, sondern in einer eigenen Unterfamilie, Meliborinae, geführt. Pam, wo bist du? Vielen Dank, Storchi, für den Resub erstmal. Sorry, dass ich verpasst. Sogar Business Sub. Dankeschön. Und Heach, danke für den Resub 4 Monate. Und ich habe dem Alert gerade nicht zugehört, darum war bestimmt interessant. Ihr 3-3. Und das war der Heinz, richtig? Genau, Heinz Mangold. Ja. Ja gut, wunderbar. Dann melde ich mich einfach bei Ihnen, ja? Jo, alles klar, Herr Lentes. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Lassen Sie sich gut gehen, ja? Ruhen Sie sich aus, ja. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Und viel Erfolg. Oh ja, vielen Dank. Guten Abend. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, ich bin Erdmännchen, oder? Lenz, mal, bist du, was hast du gerade? Leo oder was will das? Nur noch einen Monat. Hallo? Hallo? Lenz? Das Erdmännchen, glaube ich. Oder so, ich weiß nicht. Was geht hier gerade? Oha! Ist er ein Maulwurf? Ist er ein Maulwurf? Er bewegt sich. Jetzt hier. Alles gut bei ihm? Lenz? Alles gut bei dir, Lensch? Ich hab irgendwie... Oh, sollen wir mal Medic rufen? Ich bin gerade verschwunden. Ja, sicher, haben wir gesehen und jetzt bist du wieder da. Was zur Hölle ist hier los? Hast du gebuddelt? Wolltest du nach China oder was? Was ist nur los? Was hab ich gegessen? Ich hab keine Ahnung, aber scheinbar waren die Tacos nicht so gut bei Taco Bell. Meinen Sie, wie ich auch einmal heute in einer anderen Matrix oder was? Mach mal ein kleines Snickerchen. Oh also Gott! Was ist dem Herrn da los? Ja, bei dem ist genau dasselbe los, ja. Glaube ich gerade. Der macht keine Kasse hin, dann hast du keinen Schlüssel mehr.
Erstmal Shooting Stars auf Repeat und immer reinfaden, wenn sowas passiert. Let's go. Heute ist schlecht, aber mal machen. Interessantes Fleckchen hier. Ja. Ja, können wir los? Ja, sicher. Hast du ein Auto mit? Ja, es steht hier. Ach so. Moin. Ja, schönen guten Tag. Oh, was ist das denn für ein Auto hier? Ist das neu? Ja, das ist neu. Das sieht ganz schön spritzig aus, so. Das ist es auch. Schade, dass du die Flammen an den Seiten nicht sehen kannst. Ach, was macht das Ding? Flammen? Ja. Wow. Ey, was ist nun los? Ich flieg die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist ganz merkwürdig. Ja, willst du nochmal pennen gehen? Nee, auf keinen Fall, ey. Die Grenzen sind dicht. Okay, ja gut, denn, so, ein bisschen Ansturm gerade, ne, zur Wahl. Ja, warte mal, ich fahr mal ganz kurz ran, Moment. Ja, sicher. Kappa ist Barker, vielen Dank für den Resub, 14 Monate. Tota, danke für den Resub, 11 Monate. Und Brackaway, vielen Dank für den Sub. So, und jetzt erzähl mal, was hier los ist. Die Wahl zum Governor ist los. Hast du schon offiziell Bewerbung abgegeben? Die offizielle Bewerbung ist drin, ja. Und es sind so circa 2 bis 250 Stimmen akquiriert worden, aktuell. 2 bis 250, warte mal, wir fahren in die Stadt, ne? Ja. Oder wo willst du hin? Ja, ich müsste nur in die Stadt, ja. Okay. Die Frage ist jetzt, und das ist jetzt hier der Knackpunkt. Ich hab, Amelie hat mich gestern weich gekocht. Was, weich gekocht? Naja, für die Position als Governor. Wieso? Das war doch klar, dass du das machst. Ja, na sicher, aber lass mich ausreden. Sie hat mich jetzt weich gekocht und ich habe mich natürlich ein bisschen hartnäckig gestellt. Und die Grundstückepreise sind, glaube ich, gerade rapide gesunken. Warte mal, Erstmal, wie weich gekocht? Die Sache, dass du Governor warst, war doch von vornherein klar. Ja, richtig, aber ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen gesträubt. Warum? Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Und Frau Amelie war sehr, ich sag mal, sehr erpicht auf die ganze Sache, dass ich diese Position, bekomme. Und wir haben kurz ein bisschen über das Grundstück gesprochen und der Preis ist schon, der war sehr niedrig für das Schwarzwassergrundstück. Alter, können wir endlich mal das verfickte Grundstück haben? Ich kotze langsam. Das Problem ist nämlich, dass ich mittlerweile rausgekriegt habe, dass die Lost irgendwie 3 haben. Das machen wir jetzt. Und deswegen habe ich dich angerufen. Wir gehen jetzt dahin und machen das dicht? Wir holen jetzt das Ding, heute Abend. Aber jetzt ist genau der. Nein, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Warte, ich muss kurz anrufen und dann machen wir das. Ja, ich telefoniere auch kurz. Ja. Schlingman, hallo? Guten Abend, Lensch. Jo. Läuft alles fett? Alles fett? Ja, wir müssten vielleicht mal nochmal reden. Ne? Ich habe vorhin gehört, dass die nochmal mit mir reden wollen. Worum geht's denn? Ja, ich denke mal, die letzte Begegnung zwischen uns beiden war nicht so prickelnd und ich finde es halt schade, weil ich eigentlich mag ich sie ja ganz gerne. Wir können das machen, klar. Ja, wo sind sie denn gerade? Ich bin gerade, aber ich habe gerade zu tun. Ich würde sie anrufen in der nächsten Zeit und dann machen wir was aus. Ich bin gerade mit Lentes unterwegs. Ich habe auch wieder einen Auftrag für sie. Alles klar, dann rufe ich sie an und sobald ich Zeit habe, das kann jetzt zwischen 10 und 30 Minuten dauern. Sie sind mit Ziggy unterwegs? Jawohl. Ja, der wollte ja auch noch mit mir reden. Also wir wollten eigentlich gestern reden, aber wir kamen nicht mehr dazu. Wir können sie ja dann mitnehmen und fragen, wenn er Zeit hat, weil wir wollten ja auch noch reden. Alles klar. Ne? Gut. Alles klar, Lensch. Jo, schönen bis Abend, dann. Bis später, tschüss. Frau Amelie, sagen Sie mal, haben Sie zufällig mal 10 Minuten Zeit für mich? Wo sind Sie denn zugange? Dann würde ich sagen, treffen wir uns bei Ihrem Anwesen. Okay, das würde mich freuen. Dann bis gleich. Ich habe übrigens Herrn Lensch dabei. Okay. Ja, beim Anwesen. Bis gleich. Und genau jetzt ist die richtige Zeit, um das Grundstück zu holen, Lensch. Dann ist das jetzt. War oben in den Hills irgendwo, ne? Ja, genau. Vor der Baronschaft. Ah ja, da genau. Unten, ja. Ich weiß. Ich mag das Auto. Es ist schön laut. Es ist elegant, so wie ich. Ja gut, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Kannst du mir nicht einmal recht geben, Sigi? Also ich meine, ja, na sicher, Lensch. Also ich meine, du bist laut, ne? Und als Polizist, warte mal.
Hast du eigentlich noch Interesse an dem Posten? Nee, die haben mich abgelehnt. Ja gut, die haben dich abgelehnt. Was soll denn das jetzt heißen? Naja, dass die dich abgelehnt haben. Ich als Governor hab dich nicht abgelehnt. Kannst du mir folgen? Ich folge dir. Ich habe gewissen Einfluss auf diese Geschichte. Also wenn du, brauchst du deine Dienstmarke wieder oder brauchst du sie nicht wieder? Weil dann, das steht bei mir noch ganz weit oben auf der Agenda. Noch vor den Cineminis für die Groovesee. Cineminis kriegen die? Jupp, einmal im Monat kriegen sie eine richtig große Ladung als Dankeschön, dass sie für mich da sind. Also... Ja. Ich habe da durchaus noch Interesse dran, ja. Okay, dann steht das bei mir oben auf der Agenda. Weil ich brauche dich da nämlich drin, dass der Laden läuft. Weil dann habe ich nämlich... Das ist der einzige Laden, in dem ich keinen habe. Ich wäre natürlich interessiert und würde dann auch deine Interessen in dem... Du musst meine Interessen... vertreten. Nee. Du musst meine Interessen gar nicht, weil deine Interessen sind meine Interessen. Du als Polizist, das Lensch als Polizist, das ist das, was ich will. Alles andere ist mir egal. Alles klar. Du sollst den Sauhaufen da mal aufräumen. Alles klar. Mehr musst du nicht machen. Aber ich brauche nur das okay, dass du das noch willst. Ja, will ich. Okay. Aber dann müssen wir gucken, was mit Schwarzwasser ist. Das müssen wir dann gleich mal klären. Ja, Übergabe, sorgenfrei. Ja, okay. Wird vorbereitet schon. Das ist alles schon da. Alles klar. Warum sehe ich einen grünen Balken über Ihrem Kopf? Schönen guten Abend, Frau Amelie. Ich kann Sie nicht hören. Ich kann Sie nur diesen grünen Balken sehen. Frau Amelie, Herr Lynch kann Sie leider nicht hören. Können Sie vielleicht ganz kurz mal powernappen? Geht das? Okay. So, jetzt holen wir uns das Grundstück, weil jetzt gerade kann ich sehr viel fordern von ihr. Sehr viel. Und das drückt den Preis. Und sehr viele Leute wollen sehr viel Geld in den Wahlkampf stecken, den ich nicht brauche. Weil ich sowieso nur rumlaufe und Leute akquiriere, wie sich das gehört. Ja, Mann von der Straße, du hast das Ding eigentlich im Sack. Naja, so würde ich das nicht sagen. Da gehen wir mal bescheiden an die Sache ran. Aber das Ding ist halt, wir können jetzt mit sehr viel Geld arbeiten. Mit einer sehr großen Menge Geld können wir jetzt sehr viel machen. Weißt du, was traurig ist? Was denn? Es ist so lange her, dass ich mich kaum noch erinnern kann, welches Grundstück wir genommen haben. Ich weiß noch ganz genau, welches Grundstück. Ach, hier ja, oben am Pfirsich, an der Hühnerfarm, ja, ne? Es ist traurig, ich weiß, aber das ist kein Problem. Deswegen hast du ja mich, dass ich mich daran erinnern kann. Weißt du, was letztens passiert ist? Was denn? Da kommt die McFly, kommt zu Amelie an und sagt, ich kann mir ein Stück von ihrem Grundstück mieten. Da kommt die McFly an und sagt zu Amelie, ich kann das Grundstück mieten. Ich habe mich ja fast übergeben vor Lachen. Ich habe mir fast in meine Hosentasche gekotzt, ja? Wie, sie hat gesagt, du kannst das Grundstück von ihr mieten? Ja, sicher, damit meine Jacks da unterstehen können. Und wozu, weil sie das nicht benutzen tut, ne? Ja, na, richtig. Und weil wahrscheinlich die Kosten zu hoch sind. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, weißt du, nee, habe ich keine Lust drauf. Fand ich sehr witzig. Aber es ist viel passiert die letzten paar Wochen, nicht? Aber das wird sich jetzt ändern. Oh, Lensch. Warte nur. Hast du schon von Krustowski gehört, Mann? Nee, was ist mit Krustowski passiert? Der hat vor 2 Tagen einen lebenslangen Platzverweis im PD und Esti gekriegt. Kann dann nicht arbeiten. Und hat, dann sind wir zur Richterin gegangen. Das wurde dann aufgehoben. Und heute hat er wieder einen Platzverweis gekriegt. Von der Polizei? Ja. Ja, das ist die erste Amtshandlung, die wir machen, den Scheißladen da mal aufräumen. Und Krustowski, oh ja, Krustowski hat eine blühende Zukunft. Ihr alle habt eine blühende Zukunft. Ja, wir müssen halt, also Krustowski rastet halt aus regelmäßig, ne? Ich habe ihm jetzt gesagt, der soll ich mal ein bisschen zurücknehmen. Ich kümmere mich drum. Ihr seid da in guten Händen, ich kümmere mich drum.
Platz. Warte mal. Nur noch mal ganz kurz zum Verständnis, dass ich das gerade in meine Hohle rüber reinkriege. Ja. Die Polizei hat einem Bürger, er ist ja erstmal ein Bürger, bevor er Anwalt ist. Ja. Ein Bürger hat einen Platzverweis im PD. Ja. Das heißt also, wenn ich ihn jetzt ein paar auf die Schnauze hau vorm PD, darf er dort nicht reingehen und das anklagen. Er darf theoretisch reingehen und das anklagen, aber er darf drinnen nicht praktizieren und sich nicht aufhalten. Sie haben einen Anwalt. Ja. Und da sind wir, also er darf als normaler Bürger da reingehen. Hallo. Hallöchen. Oh, scheiße, die waren an. Ich glaube, wir werden dann mal ein bisschen Rechtsunterricht einführen. Ich glaube, sind die denn bescheuert? Ja, das klären wir nachher. Worum geht's? Ach, ist egal. Also, wir müssen dann noch drüber reden. Um die erste verschissene Amtshandlung, wenn ich Governor werden soll. Was ist denn da? Willst du mich das haben die wirklich gemacht? Ja. Könnt ihr mich aufklären? Herr Kostowski hat einen Platzverweis gekriegt im PD und darf sich als Anwalt dort nicht mehr aufhalten. Was hat er denn gemacht? Er ist hinter die Theke gegangen. Ja, das macht man nicht, ne? In der Bar kriegt man auch eins aufs Mützchen. Genau, das Problem ist, als wir das letzte Mal im PD waren, lag hinter der Theke jemand, der bewusstlos war. Und das hat keiner gesehen, außer du bist hinter die Theke gegangen. Weißt du, wie oft ich schon hinter der Theke war? Ja, ich auch. Ja, meistens eher unter der Theke, glaube ich. Also, es ist echt, Nee, aber das ist natürlich sehr merkwürdig. Wisst ihr, was der größte Witz ist? Habt ihr mal den neuen Beschluss durchgelesen? Nein. Der ist nichtig. Schon wieder? Im letzten Satz steht, der ist unwiderruflich. Und das ist ein Formfehler. Der Beschluss vom... Oh Gott. Oh nein. Welcher Beschluss? Der Campbell-Beschluss? Ja, genau, der Campbell-Beschluss. Der mit diesen 30 Monaten. Mit meinem verfickten Leben. Das kann nicht dein Ernst sein. Ehrlich? Ja, ich habe mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der hat mich darauf angesprochen, dass das nicht, dass das ein Formfehler ist und deswegen der komplette Beschluss nichtig ist. Okay. Also mal ganz kurz um die Lage hier. Also es wird Zeit, dass wir mal einen Bürgermeister einführen, der die Scheiße querliest, oder wie sehe ich das gerade? Ja, vor allem auch Rechtschreibfehler prüft. Nee, das ist ja egal, ich kann auch nicht schreiben, das tut ja nichts zur Sache. Aber sind die denn, also jetzt wirklich, ich habe ja nichts gegen die Officers und ich respektiere die ja auch, ja? Aber was zum Teufel, nee. Nee, das ist jetzt vorbei. Es ist einfach, jetzt ist es vorbei. Nee, es tut mir wirklich leid, aber jetzt... Warum machen die das, Siggi? Warum machen die das so? Aber guck mal, sonst hätten wir nicht zum Lachen jetzt. Ja, ich weine aber! Ich wollte gerade sagen, du bist eher eigentlich zum Weinen als zum Lachen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute da im schlechten Bild stehen, aber jedes Mal machen sie ja den Scheinwerfer an und richten den genau auf sich selber. Ja, dann nehmen sie doch eine Bühne, wo man die Unterhosen sieht. Okay, kümmere ich mich drum. Dann, es ist mit die erste Amtshandlung. Frau Amelie, können wir das eventuell mit dem Grundstück in Sack und Tüten kriegen? Kein Problem. Okay, die Frage ist jetzt... Ist Entschuldigung. Nee, lass ruhig raus, Len. Was machen die da nur mit der Polizei, Siggi? Ich weiß es nicht, was sie da machen, aber deswegen kriegst du ja dein Amt dann wieder. Oh, die Frage ist jetzt, Frau Amelie, wie beläuft sich das auf den Preis? Wie machen wir das mit der Bezahlung? Ja, ich brauche noch die Gutachten, dann können wir das regeln. Die Gutachten? Das mache ich jetzt just in dem Moment. Die habe ich Ihnen scheinbar ja noch nicht geschickt. Sie haben mir, glaube ich, eins mal zukommen lassen. Ja. Ist das, ich kann Ihnen leider ist das Problem, dass derjenige Herr, der dort jetzt zuständig ist für die weiteren Gutachten, dass der leider nicht mehr im Land ist und ich den nicht einführen kann. Deswegen, also wenn das für Sie okay ist, würde ich mich auf dieses eine Gutachten beruhen. Ja, kein Problem. Mhm. Ich glaube, das habe ich noch irgendwo rumfliegen. Ich schicke Ihnen das jetzt einfach nochmal, das ist ja kein Problem. Na gut. Oh, das ist ja wieder wunderbar hier. Ich und meine Papierordnung, ich sag Ihnen das.
Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, um kurz mal den Schmaltalk weiterzumachen. Es kann doch nicht sein, dass sie zu unfähig sind und sich das jedes Mal selber so kaputt machen. Es ist also halt ein bisschen, einfach ein bisschen komisch, dass es ist ein man bisschen, da keine gegenliest irgendwie. Es ist ein bisschen, ja. Ja, genau, das ist die korrekte Formulierung für die gesamte Situation. Es fällt einem nichts mehr dazu ein, oder? Es ist ein bisschen... Ja. Das ist ja... Ich habe Ihnen das jetzt zukommen lassen, Frau Amelie. Mhm. Also Sie können das dann einsehen. Ah, perfekt, ich sehe schon. Ja. 8 Millionen. 8 Millionen, machen wir 9 draus. Dann sind wir dann, wenn ich das richtig sehe, bei 64, richtig? Wir sind ungefähr bei 64, richtig, ja. Mhm. Da würden wir bei 64 rauskommen. Okay. Die Frage ist jetzt, wie wir das finanzieren. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verfüge über ein Kapital von der Firma von circa 9 Millionen. So. Mhm. Das würde ich, bei noch übrigen 53? 53 Millionen, richtig. Dann kriegen Sie von mir 50 und 3 Millionen müssen Sie sich drum kümmern. Die kriegt er von mir. Dann haut Lensch noch was im Pott und dann sind wir, wie viel Ihnen schuldig? Also ich Ihnen? 50. Mhm. 50 Millionen. Das klären wir einfach dann in den nächsten Wochen, wie auch immer. Okay. Dann würde ich sagen, ich akquiriere unser Geld. Also, dass ich Ihnen die 9 Millionen zukommen lasse. Mhm. Lensch lässt ihn... Ich weiß nicht, Lensch, weißt du, wie das mit dem Überweisen funktioniert? Ich habe das nie verstanden. Ich komme ja mit Geldautomaten nicht klar. Das machst du im Automat, dann gibst du da die Nummer ein und dann los. Ja gut, dann hast du die Nummer von Frau Wayne? Nee, aber ich würde dir das geben und du machst das als große Summe. Okay, ja gut, dann machen wir das so, ja. Frau Wayne, ich meine, können wir das mit einem Handschlag jetzt beschließen? Na sicher. Weil wir warten jetzt halt schon ein paar Wochen auf die Geschichte. Und ich sichere Ihnen das zu, dass ich das Geld heute, spätestens morgen oder übermorgen auftreibe und Ihnen das zukommen lasse, dass wir das den Sack zumachen können. Wenn nicht sogar noch heute Abend und dann würde ich mich bei Ihnen melden. Okay, dann mache ich den Kaufvertrag gleich fertig und schicke Ihnen den. Okay, super. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich um das Geld. Dann, wenn Sie das haben, schicken Sie mir den Kaufvertrag und dann ist das geritzt, das Ding. Perfekt. Okay, super. Alles klar. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht von Ihnen. Mhm. Ich habe übrigens die Mangolds auch noch akquiriert für Stimmen. Das sieht auch sehr gut aus. Also im Endeffekt haben wir fast alle wichtigen Parteien. Hört sich sehr gut an. Das fehlt ja eigentlich quasi nur noch die... Polizei und die Mediziner. Mhm. Wobei und bei was der Polizei. Mit Cerberus? Ja, die können meinetwegen im. Also, die Cerberus wird nicht für die Baronschaft stimmen. Ja, und für uns auch nicht. Ich glaube, die werden einfach gar nicht stimmen. Ja, richtig. Hm. Naja, dann ist es ja auch egal. Also, ich meine, so oder so haben wir durch die Groove Street, durch die Taxifahrer, durch. Securo Surf und also das sind wirklich alles sichere Stimmen. Mhm. Und dann haben wir noch von wie heißt der, Herr Remus und Herr O'Brien, die führen ja auch dieses Investmentunternehmen. Von denen haben wir noch die Stimmen und ich kümmere mich noch, dass Herr Nikos, dass das mobilisiert wird. Ich habe morgen oder übermorgen noch einen Termin bei der russischen Mafia. Also ich gehe persönlich vorsprechen, was der Baron nicht macht und ich gehe davon aus, dass die Stimmen auch alle kommen. Perfekt. Also ich denke mal, dass das läuft. Das würden Sie sich denn um das Sprechen mit dem Baron kümmern oder soll ich das selber machen? Ich möchte nur nicht auf das Grundstück fahren vom Baron und da irgendwie einen auf dicke Hose machen, sondern ich möchte das einfach nur ganz in Ruhe mit ihm geklärt. Sunny Rice, danke für das Reset. Ein Kühlenbierchen und den ganzen Gediegen. Richtig. Jesse, danke für den neutralen Boden, würde ich sagen. Für den Sub. Ja, ich meine, ich habe kein Problem, auf sein Gelände zu gehen, das stört mich nicht. Pintios, vielen Dank für den Resub, Dankeschön. Also ich glaube,
Ich will Ihnen das jetzt nicht so auf die Nase binden, aber ich glaube, wenn ich hier verschwunden bin, das wollen Sie nicht in dieser Stadt. Nein. Deswegen, ich glaube, ich könnte auch anklopfen gehen persönlich, aber und den Termin machen. Aber wenn Sie sagen, dass Sie besseren Draht haben zum Baron, können Sie das natürlich auch machen. Ich würde das organisieren. Okay, super, dann machen wir das so. Das mit dem Geld, das ich melde mich dann bei Ihnen wegen der Überweisung. Ich würde sagen, darauf trinken wir ein Bierchen. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Bis gleich. Na gut. Tschüss. Aber ich trinke auch kein Alkohol. Oh, Herr Lynch. Lynch bin ich. Ich nehme es. Haben Sie jetzt gekriegt? Nee. Sie haben jetzt alle Bier Lentes gegeben und der ist im Kopfschmerzen. Der Einzige, der keins trinkt. Verdammt. Ein Bier. Hm. Hat es negativ? Na, mal gucken. Ja, sollte ein Bier. Haben Sie Salz? Nee, das macht man noch meistens eher mit Tequila. Ich mach das überall rein. Naja. Prost. Prost. Ah. Pilzig. Gutes, ne? Mhm. Ist auch gar nicht so viel Umdrehungen drin. Ja, ist ja auch amerikanisches Bier. Das hat irgendwie 0,2% oder so gefühlt. Ja, ich habe es schon getestet. Das macht nur 0,2 Promille pro Bier. Echt? Ja. Okay. Oh Gott, ey, ich habe mir den Beschluss... Die Polizei hat jetzt so lustige Alkoholtester. Echt? Das wusste ich gar nicht. Mhm, sie haben jetzt quasi einen Pegel von 0,2 Promille. Ja, da kann ich ja noch ordentlich... Ja, möchten Sie noch eins? Nee, danke, reicht. Ich muss nur noch mit dem Lentes fahren. Wenn ich den gegen den Baum setze, dann wäre das nicht so gut für den Governor. Nicht so gut. Auch sonst, nicht für Ihren Ruf als der Sicherheitsfirma. Genau, sonst rollt er demnächst auf die Podeste. Oder geschoben. Solange es nicht in einem Rollstuhl ist. Ja, Sie können ihm auch in dem Krankenbett da hochschieben. Das hätte auch schon genug Eindruck. Vielleicht könnt ihr ihn von Sorgen frei tragen lassen. Naja. Ich hab den Beschluss gar nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Ich habe nur den Anfang gelesen. Das Ende ist natürlich hochinteressant. Ich habe am Anfang auch schon ein bisschen Augenkratze gekriegt, weil da so viele Rechtschreibfehler sind. Und dann hat mir irgendwer darauf hingewiesen, dass es am Ende anscheinend zum Formfehler kommt. Im letzten Satz. Und ich hatte auch gesagt, wahrscheinlich hat gar keinen letzten Satz gelesen. Ja gut, keine Ahnung, rechtschreibtechnisch lasse ich das dann immer mal liegen, weil ich weiß, wie unter Stress die gerade die Justizer immer liegen. Ja, das ist ja auch nicht so problematisch, aber es ist halt schon irgendwie nicht das erste Mal. Ich habe gehört, der Campbell hat keinen Bock auf den Job. Auf welchen Job? Den Richter? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie abschweift von dem, was er irgendwie machen sollte. Ich hab ihn auch irgendwie seit gefühlten 3 Wochen nicht mehr gesehen. Ja, genau. Die Fan Miao habe ich gesehen, aber ich habe den Campbell, keine Ahnung, wo der ist. Also die Fan Miao, die sehe ich auch öfters. Also die zeigt hier wirklich auch noch Präsenz, aber der Rest? Die haben wohl morgen ein großes Treffen. Mhm. Und ich habe jetzt, also das Problem ist halt, ich habe ein Verfahren offen. Und beschuldigt ist Chief Stahlstange, PD96 und Frau Fan Miao, weil sie einen Formfehler... Also beziehungsweise einen Verfahrensfehler gemacht hat und die mich 120 Monate unberechtigt im Gefängnis gelassen haben. Und das Problem ist, der einzige Richter, der das entscheiden kann, ist der Campbell, weil er der einzige Richter ist, aber... Herr Hartmann ist auch Richter. Herr Hartmann? Mhm. Ist der da? Also ist der generell da? Ich weiß es nicht. Ja gut, ich habe nämlich den einzigen Richter, den ich sehe, ist Frau Fan Miao. Also ich habe, er hat mich auf jeden Fall öfters schon angesprochen, weil er irgendwie wieder Sachen wieder haben wollte. Hm. Aber so per se habe ich ihn auch nur einmal hier gesehen, beziehungsweise einmal von ihm gehört. Ich habe das Gefühl, je höher die Leute in den Rängen kommen, desto inaktiver werden die, wenn es darum geht, Präsenz zu zeigen, da wo es notwendig ist. Und dafür, Richtig. Dass man sie dir eingestellt hat. Genau, und deswegen ist auch der Herr Lentes der richtige Mann, weil den Herrn Baron sieht man auch irgendwie nicht mehr. Ich habe den Baron noch nie gesehen. Ich auch nicht. Alles klar. Toll. Dann ist ja, bis heute 23.59 Uhr ist die Bewerbung, ne? Wenn wir schon Sonntag haben, dann ja. Ja, also bis zum... Ne, warte mal. Bis Sonntag? Also Sonntag 23.59 Uhr? Genau.
Ah, okay, also morgen. Ich hab's aufs ganze Wochenende erweitern lassen. Ah, okay. Ich dachte mal, vielleicht wird ja noch ein lustiger Dritter da in den Bunde kommen. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass die Voraussetzung ist, um teilzunehmen, dass man kein laufendes Prozess oder irgendwelche Strafdelikte gegen sich vorliegen hat. Mhm. Das, da ich gerade einen laufenden Prozess gegen das PD habe, falle ich da auch raus. Also, da ist nichts. Hätten Sie denn kandidieren wollen? Nee, das Problem ist, nee. Ich glaube nicht, der Lentis, der macht das schon gut. Der ist näher an den Leuten dran. Mhm. Der ist auch so irgendwie so diese neutrale Person irgendwie. Der versteht sich mit allen ganz gut. Genau. No? Das ist korrekt. Also nicht mit allen, aber der ist halt, den kennt man halt. Genau. Und nicht negativ, sondern den kennt man halt. Genau, no, der Mann von der Straße. Und da ist er auch wieder. Ja, dauert bestimmt ein bisschen. Mhm. Erstmal die Stimmen wieder ein bisschen anwärmen. Dann geht das auch wieder. Oh, jetzt geht es. Oh. Hallo. Wir müssen ein bisschen singen am Anfang, dann ist das viel einfacher. Ich muss am Anfang singen? Mhm. So ein bisschen Mimi. Ich bin kein Sänger. Ja, das geht nicht darum. Es geht nur darum, die Stimmbänder anzuwärmen. Ach so. Mhm. Ist das wirklich so? Ja. Ja, irgendwann stehe ich nachher auf dem Podium vorne und spreche zur Stadt. Mimi. Hallo, ich bin der Governor. Nee, das will keiner hören, das lassen wir. Alter, das war hoch. Verdammt nochmal. Könntest du auch noch eine Rockband spielen, in so einer Glamour-Band. Alles mit Glitzer und so. Früher wollte ich immer Kiss sein, aber meine Zunge war zu kurz. Du wolltest eine Band sein? Wie eine Person wollte eine Band sein? Ja, ich wollte so wie Kiss sein, aber wie gesagt, meine Dings war zu kurz. Hatte zu viele Persönlichkeiten wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, das ist schwierig. Noch, haben wir noch was? Nö, wir müssen jetzt los, das mit dem Geld machen und dann ist alles geklärt. Gut. Alles klar. Alright. Dann, Frau Amelie, dankeschön. Wollen wir das dann überweisensmäßig machen oder noch übergabemäßig? Überweisen. Wir überweisen das. Übergaben sind nicht sicher, ich weiß. Genau. Dann würde ich einfach später nochmal anrufen und nach der Nummer fragen. Ich kann Ihnen die auch jetzt sagen? Ja, nö. Ja doch, schreib die doch auf jetzt. Oh Mann, ey. Wisst ihr, wie lang mein Zettel ist als Bürgermeister? Ja, gut, dass du Governor bist und das nicht Bürgermeister ist. Jetzt schreib auf. Ja, richtig. Das ist doch genau derselbe Salat. Ob nur Governor, Bürgermeister, Präsident, das ist alles eine Suppe. Ja. Hauptsache keine Buchstabensuppe. Nee, ich kann nicht lesen. Okay, dann, können Sie mir die sagen? Daher verstehe ich den jetzt zur Grove Street. Okay, die 389. Warte mal, können Sie das bitte nochmal wiederholen? Das war nur ein Scherz. Okay, das war... Ja, ich meinte die Zahl. Ach so, 389. Ja, 389. 818. 818. 706. 706, okay. Ja gut, dann wie gesagt, ich rufe Sie dann an, wenn ich die Überweisung getätigt habe und dann wissen Sie Bescheid. Perfekt. Okay, gut, dann schönen Abend noch, ne? Wünsche ich euch auch. Jo, ciao. Sehen. Da war doch Platz, der Sub weg. Sniperfil, vielen Dank für den Resub, Mann. Dankeschön. Lentes. Sag mal, was hältst du denn eigentlich davon, Dienstaufsichtsbehörde zu machen für die Polizei? Ich habe das vorgeschlagen, die Polizei hat das abgelehnt. Die Polizei hat das abgelehnt? Natürlich, ja. Ja, na, zum Glück kann der Governor sowas einführen. Also, ich mach das. Aber das Problem ist, ich will halt auch bezahlt werden, ne? Ja, du wirst bezahlt, mach dir keine Sorgen. Du machst das nicht umsonst. Du kriegst deinen Job. Ich gebe dir übrigens gerade all meine Ersparnisse. Ja, wie gesagt, mach dir keine Sorgen, kriegst du wieder. Also, mehr als 3 Millionen habe ich tatsächlich nicht auf dem Konto. Behalt deine 3 Millionen, ich hol die von woanders, ist okay. Wo holst du die her? Ja, mach dir keine Gedanken. Ich habe mehrere Tresore, wo ich was rausholen kann. Alles klar. Behalt dein Geld, du brauchst das. Ich brauche kein Geld, ich habe nie Geld. Alles gut.
Aber Dienstaufsichtsbehörde oder... Die Frage ist halt, was will man mit Schwarzwasser machen? Weil Schwarzwasser muss laufen. Also Sigiletten ist kein Problem, das ist am Laufen. Sorgenfrei. Sorgenfrei macht das, Sorgenfrei ja? Ist, wird von mir hochgezogen. Wahlweise auch der Breeden. Der macht sich auch gut. Okay, super. Ich muss noch fragen, wie das aussieht. Also der Sorgenfrei ist in letzter Zeit mehr am Unruhestiften als am Kompetentsein. Wieso, was macht er denn? Ne, einfach an Unruhestiften. Alles, was ich hört, ist, dass er so seine Penistransplantation redet und irgendwie Blödsinn macht. Über was redet er? Der hat doch eine Penis-OP gehabt. Ach, lass uns nicht darüber reden. Der hat auf jeden Fall irgendwas mit seinem Schwengel gehabt. Und das geht halt ist halt total irrelevant. Und trotzdem geht halt jeder mit auf den Sack. Ja. Okay. Ja, aber dann, die Frage ist halt, willst du Schwarzwasser stehen lassen oder willst du das einmodden? Weil wenn du, das Ding ist, wenn ich das mache, wir können die Sigiletten drehen. Weil die sind sowieso noch da, die Firma läuft. Und ich brauche auch noch ein Team um den Bürgermeister rum. Du kannst ja Schwarzwasser, du kannst ja das Team um den Bürgermeister aus dem Schwarzwasser-Team rausziehen. Wenn du mich in der Polizei umkriegst, ist das kein Problem. Ich brauche halt Personenschutz. Ja, und dann nimmst du das, dann nimmst du Tyrone, Breeden, kannst für den Anfang auch mich nehmen, wenn du mich nicht gleich da unterkriegst. Ja, das ist, ich brauche dich an meiner Seite, Mensch. Ja, dann, let's go. Okay. Ich muss das wissen, damit wir, wenn wir das Grundstück jetzt holen, ich meine, Schwarzwasser sitzt da ja eben mit drauf, aber die Frage ist, wenn Krostowski jetzt Probleme hat, das sind alles Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Ich weiß, das mit Krostowski nervt mich auch richtig. Ja gut, aber das ist halt, wenn das eh schon wieder... Oh, wow, wow. Wenn das eh schon wieder nächtig ist, dann spielt das ja keine Geige. Also, ich kläre das jetzt mit dem Grundstück, dass wir das heute Abend haben. Wie ist denn deine Idealvorstellung? Du hast jetzt ganz viele Sachen gesagt. Irgendwas von Dienstaufsicht oder irgendwas von... Die Idealvorstellung ist, dass du diesen Drecksladen da endlich mal aufräumst, dass die nicht aussehen wie die Hampelmänner und sich alleine ständig ins Müsli pissen. Weil die pissen sich andauernd ständig ins Müsli rein. Und das ist, ich meine, das sind gute Leute, ja? Aber den ganzen Tag seine eigene Pisse fressen ist scheiße. So. Und am liebsten wäre mir das, wenn du irgendeine Position hast, dass du den ganzen Bisser endlich mal überwachen kannst. Weil du bist... Willst du sterben? Entschuldigung, verzeihung, ich musste nur husten. Ja, na, es ist okay, ich muss ja fragen. Ich will nicht sterben, nein, du bist... Naja, dann ist ja gut. Ja, ich muss mich ja erkundigen. Mir geht's darum, dass du eine Position hast bei der Polizei und den Laden endlich mal aufräumst da. Dass das vernünftig ist. Und wenn du nur dir... Du musst ja nicht in Dienst gehen. Aber dass du dir den Mister anguckst und schaust, dass da mal ein bisschen wieder Ordnung reinkommt. Ein bisschen Zucht in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was die da machen. Die streicheln sich ja scheinbar nur und klatschen die ganze Zeit ihren Namen und fahren dann irgendwie raus auf den Ponyhof und reiten dann gemeinsam im Ferienurlaub oder so ein Scheiß. Zumindest hab ich so den Anschein. Oh, Kopfschmerzen, verdammt. Ja, gute Nacht. Das war eine exzellente Beschreibung der Gesamtsituation. Ich weiß genau, warum da nichts passiert im Präsidium.
Weil die Justiz nicht da ist. Weil die Justiz nichts macht. Die Justiz ist... das Verfahren, was ich alleine habe, ist doch ein Beweis dafür, dass selbst bei erdrückender... Bei erdrückender Beweislast, ja, bei der Tatsache, dass du siehst, ey, guck doch mal, was da passiert ist. Selbst bei der Situation passiert eine Woche lang nichts. Absolut gar nichts. Es passiert null. Weil kein Richter da ist, um das zu verhandeln. Es ist kein Richter, das zu behandeln. Und das Erste, was die Leute macht, was die Reaktion vom PD darauf ist, ist, dass die Leuten einen Platzverweis geben, Anwälten. Geben die halt einen Platzverweis. So, und was willst du denn dazu sagen? So, was willst du denn noch sagen? Kannst du mal Radio ausmachen? Ja, sorry. Wunderbar, dankeschön. Das Problem ist, ich kann dich nicht in Dienst erheben, glaube ich. Weil wenn ich denn, ist das persönliches Interesse. Und als persönliches Interesse kann ich dich da nicht reinheben in den Dienst. Aber ich kann dir die Aufsichtsbehörde aufmachen. Das kann ich machen. Weil das ist eine sinnvolle Investition für die Stadt. Und du weißt, dass deren Ansehen einfach nur eine Autostunde entfernt, wenn man direkt umfahren würde. Ich mache mal ein Beispiel, damit du vielleicht genau verstehst, wo das Problem liegt. Ja, bitte. Ich habe 108 Monate zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Nachweislich, ja. Ich habe da gesessen und weil ein Polizist nicht wusste, wie die Rechte richtig vorgelesen werden, weil er die Gesetze nicht gelesen hat und weil am Ende sogar der Chief nicht wusste, wie die Gesetze ausgelegt werden. Der Chief. Ja. So. Und jetzt könnte man meinen, das ist eine eindeutige Sache. Jetzt könnte man meinen, das ist ja klar. Sogar die Richterin Fan Miao hat es nicht hingekriegt, die Situation richtig einzuschätzen. So, jetzt habe ich ein Verfahren aufgemacht, habe mit allen Staatsanwälten gesprochen und habe denen das erklärt. Und die haben mir alle versichert, dass das das offensichtlichste und das einfachste Verfahren ist, was man sich vorstellen kann. Weil es halt super offensichtlich ist, ja. Die, nachdem ich aus dem Revier rausgegangen ist, wurden die Texte zum Recht verändert. Nachdem ich aus dem Dienst rausgegangen ist, haben sie einen Beschluss geschrieben, der eigentlich falsch ist und nichtig in dem Fall. Und nachdem ich da auf den Busch geklopft habe, haben die das alles geändert. Und jetzt... Das ist am Mittwoch passiert. Ja. Und ich war jeden Tag war ich hier und habe mit einer Richterin gesprochen oder habe mit dem FIB gesprochen, habe mit den Staatsanwälten gesprochen und nichts, absolut gar nichts ist passiert. Weil die höchste Instanz, der Richter, nicht da ist. Denn Frau Fan Miao kann es nicht verhandeln und Herr Campbell ist einfach nicht da. Herr Campbell ist Richter. Ja. Und jetzt ist das Problem. Und genau so ist es. Jedes Mal, wenn du was findest, versagt die Justiz. Die Justiz, ja gut, aber das ist aber das ist ja dann egal, weil da bist du ja dann oben drüber als Governor. Ja, nee, du bist... Also so wie ich das richtig verstanden habe und so wie der Einsatz ist, ist das deine Aufgabe als Governor, ist das Beschließen in Zusammenarbeit mit der Judikative und der Exekutive von Gesetzen. Richtig. Ja. Aber du, wenn du das in Zusammenarbeit mit der Judikative und der Exekutive machst, verstehst du? Dann arbeitest du mit den verfaulten Organen zusammen und wenn du sagst, du hast eine gute Idee und die sich querstellen, dann ist das nichtig, was du da sagst. Dann ist das nicht nichtig, dann wird er so lange reden. Du weißt doch, wie lange ich rede und wie weit ich gehe. Ja, aber die Exekutive und die Judikative kann sich jedes Mal querstellen und das wäre legitim. Es wäre laut Beschreibung deines Postens in der Forums-App wäre das tatsächlich möglich. Ja, sicher. Aber dann ist immer noch das Zwischenstück zum Präsidenten. Und also, kommst du nicht am Präsidenten ran. Wer ist denn der Präsident? Der Präsident ist jetzt der Bürgermeister. Der wird erhoben. Der steht dann über allem. Und wer wird das? Na, das wird, glaube ich, der jetzige Bürgermeister dann. Also Governor. Und an der Position, da kommst du so einfach nicht ran. Aber als Governor kommst du dahin. Und ich sag mal, reden ist ja nur auch nicht gerade das Schlimmste von mir. Das heißt aber, ich habe regelmäßig Kontakt mit diesen Leuten. Das heißt also, ich muss mit dem Richter reden. Und wenn der Richter nicht da ist, kann ich immer noch das anfechten. Wenn er nicht da ist, der muss ja da sein, wenn irgendwas beschlossen werden soll.
Und du weißt ganz genau, wenn das nachher so ist und da keine Meinung oder irgendwelche Sachen zukommen, dann wird das schon passieren. Und wenn der ganze Bananenbaum leergerüttelt werden muss, aber da wird was passieren, weil so kannst du das nicht stehen lassen. Das geht nicht. Ja, das geht nicht, aber weißt du, wie lange wir schon versuchen, da was dran zu ändern? Also ich meine, ich bin schon mit zwei Fällen, einen, da war ich sogar Polizist, und mit dem anderen, das ist so eindeutig, und die Position wird von der gleichen Person weiter bekleidet. Da ändert sich gar nichts. Ich sitze hier und stehe mit erdrückender Beweislast. Erdrückend. Also das, jedem anderen würde das Genick brechen, sofort. Aber du bist nur ein Bürger. Ja, ich bin nicht nur ein Bürger. Ich bin jemand, der alle Regeln kennt und zu den richtigen Leuten läuft. Und du machst das ja auch. Du läufst dann einfach zu den richtigen Leuten. Richtig. Ja, und es tut sich halt nichts. Es tut sich halt gar nichts. Ich könnte jetzt ins Revier laufen. Ich könnte sagen, entschuldigen Sie, hat sich was bezüglich des Falls getan, den ich ausgelöst habe. Dann würden die mir erstmal nicht mehr. Dann würden das erste, was sie tun würden, ist mir sagen, dass sie mir keine Auskunft geben kann. Das zweite, was sie tun würden, ist sagen, sie können mir nicht sagen, welcher Chief da ist. Das dritte, was sie tun würden, ist mir einen Platzverweis geben. In der Reihenfolge würde das passieren. Ich könnte es jetzt probieren und es würde genauso passieren. Ja, aber mehr als versuchen kannst du es nicht. Und als Governor, für mich geht das nicht. Das ist einfach nicht, das ist nicht Los Santos, das ist scheiße. Das ist einfach, da wird kein Gesetz durchgedrückt, das ist einfach Faulheit. Mehr ist das nicht. Ja, das Problem ist nicht, dass das faul ist. Das Problem ist, dass die Leute darum gekämpft haben, eine Position zu bekleiden, in der sie die absolute Machtposition haben und somit nichts mehr machen müssen. Das letzte Mal, als der Highway eine Uniform anhatte, das war so vor... So anno 1995? Der läuft da mit seinem Anzug durch die Gegend. Das SWAT anonymisiert sich komplett und macht was es will. Das ist absolut korrupte Bande. Korrupte Drecksbande. Du kannst jeden beim FIB fragen, ja? Und der Stahlstange, das ist ein lustiger, kuscheliger Waschbär, der aber überhaupt keine Führungsposition bekleiden sollte. Eher so, ja, Maskottchen. So, Moment, Telefon. Lynch? Ja, der Herr Ernst hier. Ja, Herr Ernst, hallo. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich mich um das Thema Krustowski ein bisschen kümmere. Hm. Haben Sie da schon Neuigkeiten drüber gekriegt? Also nichts von offizieller Stelle, nein. Wir wollen so ein bisschen Infos haben. Also es ist nicht viel, aber ein bisschen was habe ich. Ja, alles klar. Können Sie. Klar, reden Sie. Am Telefon oder wollen wir uns treffen? Ich bin gerade mit Herrn Lentes unterwegs. Also wenn ich den mitbringen kann, dann ist wahrscheinlich... Ja, klar. Wo treffen wir uns? Aber ich bin gerade an der Grove, das ist vielleicht nicht der beste Platz dafür. Wir treffen uns am Point of Interest direkt vorm LSPD. Da sind wir nämlich gerade. Machen wir. Alles klar, wir warten hier. Bis gleich. So. Und, ja. This is how it is. Lass mich mal ein paar Sträucher rütteln. Ja, kannst du gerne machen, aber ich habe nicht mehr viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Ja, hast du nicht. Aber bis jetzt ging immer alles gut. Lass mich mal rudeln. Alter, wenn du überlegst, ne? Wir haben einen Informanten beim LSPD, ne? Schwarzwasser. Ja. Der wurde da befördert. Der ist jetzt Ausbilder. Ausbilder? Ja, der gibt uns immer noch Infos. Oh. Hey, das ist so paradox, Mann. Sag mal, habe ich hier eigentlich schon dieses wundervolle, ins... Warte mal. Kann ich mal in deinen Kofferraum... Mein Kofferraum? Ja, sicher. Kannst du ran, ja. Ja, schönen guten Tag jetzt. Geh mal kurz in deinen Kofferraum und guck mal kurz. Das kenne ich schon. Ach, kennst du schon, ja? Jo. Wunderbar. Ich muss mir mal so ein Wasser genehmigen hier. Ja, ich auch. Ich habe ganz toll einen Hals heute. So. Oha. Herr Ernst. Ja, also wir hatten um 18 Uhr hatten wir eine kleine Sitzung. Mach mal die Fäuste runter, Lentes. Ja, ich muss kurz ans Telefon. So, erzähl es. Unter anderem war dort anwesend der Herr Highway. Es ging eigentlich, wir waren diese Gesetzesgruppe. Also wir sind ja immer noch dabei, Gesetze anzupassen, zu ändern, sie so zu schreiben, dass sie jeder versteht, etc. pp. Und sind tatsächlich auch recht erfolgreich gewesen. Und zum Schluss wurde das Thema nochmal aufgegriffen, zwecks Hausrecht nutzen oder auch nicht nutzen.
was dürfen die, was dürfen sie nicht. Dabei ist rumgekommen, dass das, ja, ich nenne es jetzt mal Hausverbot, wieder aufgehoben ist, wie beim ersten Mal auch. Es war auch diesmal zu Unrecht, es war überspitzt. Das wird jetzt allerdings allen Mitarbeitern des Polizeidepartements nochmal erklärt. Die sind nämlich der Meinung, dass Hausrecht bedeutet, sie sind da der King of Town, was sie natürlich nicht sind. Die sind berechtigt, wenn jetzt mal angenommen ein Anwalt schreit in den Zellen rum, diesen Anwalt im Zeitraum dieser Verhandlung zu entfernen. Sprich, die würden einsitzen, Herr Krustowski rastet aus. Dann müsste er gehen. Dann kriegt er einen Platzverweis, genau. Bis diese Situation beendet ist. Sind sie wieder draußen, ihnen geht's gut, darf er auch wieder reingehen. Wenn er sich benimmt, wenn er runtergekommen ist und vielleicht auch noch ein kleines Sorry dagelassen hat, dann ist das alles gar kein Thema. Für diesen Zeitraum sind die Polizisten ausschließlich berechtigt, das ganze Hausverbot zu nutzen. Ja? 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage geht nicht. Und schon gar nicht auf Lebenszeit. was jetzt dabei rumkommt, wechselt Lizenz oder also ob die entzogen wird, nicht entzogen wird, das entscheidet nachher, ja, der es zu entscheiden hat, sage ich mal ganz salopp gesagt. Ich habe mein Statement dazu abgegeben, dass eine Entziehung der Lizenz zu schnell wäre, ganz klar, habe dennoch damit es einen Strafcharakter hat irgendwie, damit er daraus lernt, eher dazu tendiert, dass er mal 2-3 Tage beurlaubt wird. Ich denke, damit ist uns allen viel mehr geholfen und er darf halt weiter Anwalt bleiben. Deswegen habe ich das eher empfohlen, weil natürlich hat er sich das 2. Mal daneben benommen und irgendwann muss man ja daraus lernen aus den Fehlern. Also ich bin der Meinung, ich lese das Gesetz ja auch, ich bin der Meinung, da steht was drinne, was keiner weiß anscheinend oder keiner liest. Und das ist folgender Satz: Wenn ein Anwalt gegen das Gesetz verstößt, kann der gegen Anzeige erstattet werden und mit der Verurteilung verliert der Anwalt seine Lizenz. Und alles, was gemacht wurde, alles, was jeder einzelne Schritt, der von den unglaublich großen, faselnden, kompetenten Chiefs und was auch immer Führungskräften da angestoßen wurde, ist keine dieser einzelnen Personen, keine dieser weisen, in Führungspositionen sich befindenden Personen ist in der Lage, das zu machen. Wir das haben heißt, sie darauf angehalten, dass sie das jetzt tun werden. Ich habe... Ja, gerne. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso... Ich weiß nicht, wieso sie das nicht machen. Wenn sie es jetzt machen, okay. Warum sie es vorher nicht gemacht haben, keine Ahnung. Die wissen es halt nicht. Dass die lesen die Gesetze nicht. Das erschien uns auch so. Also es gibt, wie gesagt, 2 Polizisten, die bei der Ausarbeitung der Gesetze immer mit dabei sind. Ja, in dieser Gruppe, nenne ich sie mal. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass auserwählte Polizisten Zugriff davon bekommen, damit sie sowas schulen hätten können. Das ist natürlich nicht geschehen. Klar, großer Fehler der Polizei. Dass sie das nicht zur Anzeige bringen, ja, warum ist die große Frage, weiß ich nicht. Weil sie nicht wissen, dass sie es müssen. Wahrscheinlich. Wir haben denen das jetzt klar gemacht. Es muss jetzt auch auf dem schriftlichen Wege ein Statement abgegeben werden von dem SWAT-Beamten mit möglichst allen Beweisen, die er für diese angebliche Straftat hat. Und dann wird, ja, wie gesagt, dann wird der Herr Krustowski angehört werden, etc. Und dann geht das halt seinen, ich sag mal, juristischen Weg, so wie es sich gehört. Ja? Wie gesagt, ich habe gesagt, mehr als 2-3 Tage mal Pause machen sollte man ihm jetzt nicht geben. Im Höchstfall vielleicht mal eine Woche würde ich jetzt vielleicht auch noch in Ordnung finden, sage ich mal. Alles darüber hinaus fände ich falsch. Mein Telefon klingelt das zweite Mal, entschuldigen Sie mich bitte. Ich weiß nicht, wie oft ich denen noch ins Revier scheißen muss, bis die merken, dass die da vielleicht mal sauber machen sollten, ehrlich. Naja, wie soll ich sagen? Ich scheiß jetzt mal mit. Und zwar den größeren Haufen. Der ist ein bisschen größer als deiner.
Ich weiß nicht, wie oft ich denen da noch einen Haufen reinsetzen soll, bis die merken, man muss sauber machen. Wie gesagt, ich scheiß mal Größe da rein. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Warum wurdest du nur abgelehnt? Also wegen dem Dienst? Ich habe keine Erklärung erhalten. Und ich möchte auch keine Erklärung, weil die könnten theoretisch sagen, weil sie bereits etwas haben, weil die Ausbilder das bereits machen. Aber der eigentliche Grund ist, weil da halt drei Leute sitzen auf drei großen Stühlen und jedes Mal, wenn ich komme und daran kippe, sagen die, nee, geh mal weg. Okay. Und das sagen die zu jedem, der da kippelt. Nee, geh mal weg. Wusstest du, dass es im Gesetz steht, dass die Polizeimannschaft ihre Chiefs selbstständig wählt? Das steht im Gesetz? Ja. Okay. Aber da wird ja nichts gewählt. Nö. Einer von den Ballers sitzt im Gefängnis. Ja. Ich muss Sie leider darauf hinweisen, dass ich Staatsanwalt bin. Tut mir leid. Ja. Jetzt sitzen Sie auf der anderen Seite. Ja, genau. So ist das zumindest auch. Aber Herr Krosowski können Sie anrufen. Ist der da? Nee, ist er leider nicht. Das ist ja das große Problem. Also er hat sich ja abgemeldet zu um 18 Uhr. Ja, okay. Ansonsten hätte man vielleicht schon kurz fassen mit ihm über sprechen können. Das bedeutet, alle anderen wissen jetzt Bescheid, nur er leider noch nicht. Das aber wiederum, falls Sie die Frau Grün treffen, hat natürlich auch zur Folge, dass ihr Hausverbot aufgehoben ist. Ne? Das wurde von Herrn Highway jetzt auch angeblich an alle Mitarbeiter übergeben, dass dieses Hausverbot wieder aufgehoben ist, damit sie da Bescheid wissen. Ja, wann hören die dann auch endlich mal auf, verfluchte Hausverbote in öffentlichen Einrichtungen zu vergeben? Das ist ja so, als also das war heute die Ansage, das hat die Frau Van Miau ganz klar heute klar gemacht bei Herr Highway, der Chief of Department ist, oder einer der Chiefs zumindest. Genau. Und der hat sich das zu Herzen genommen, hat gesagt, er sagt das seinen Mitarbeitern und wir haben ihm ganz klar gesagt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und er sagt, er gibt das so weiter. Er ist natürlich jetzt überrumpelt worden. Er wusste noch gar nichts von dem Fall tatsächlich. Er war ja vorher nicht da. Also er hat die Situation nicht mitbekommen. Das ist so das Einzige, was ich aktuell an offiziellen Informationen habe, die ich weitertragen darf. Ja, alles klar. Ja? Wichtig ist nur, dass Krosowski da jetzt erstmal nicht raus ist. Also ich werde mein Möglichstes tun, dafür zu sorgen, dass er die Lizenz nicht gänzlich verliert. Was bei einem dritten Vergehen passiert, kann ich natürlich nicht sagen. Ne? Ja, ich habe ihn schon, belehrt. Ja, nicht nur Sie haben es ja vollbekommen, ich habe das auch nochmal gemacht und das habe ich gestern oder vorgestern auch schon getan. Er lernt halt leider nicht raus. Ich habe ihn aber zur Seite genommen, habe ihm das versucht, ruhig zu erklären. Das ist ja das, was ich Ihnen auch sagte. Sollten Sie sich wirklich das für den Weg des Anwalts entscheiden, dann Contenance. Ansonsten sind Sie da schneller wieder raus, als Sie drinne sind. Na, also da sind die jetzt, die sind angepisst, sind sie, ganz klar, weil sie immer wieder einen auf den Deckel kriegen, jeden Tag aufs Neue. Ja, dann sollten sie vielleicht mal in einem eigenen... Natürlich. Wird auch getan irgendwie, aber das bedarf scheinbar zu viel Zeit oder was, um das Ganze vorzubereiten. Wie gesagt, ich setze jetzt gerade große Stücke auf Herr Luczynski. Nun haben wir Wochenende, mal abwarten, was am Montag dann wieder passiert, wenn er wieder aktiv im Dienst ist. Ja, was soll ich sagen, Herr Lentsch? Ja. Sagen Sie mal. Ich hoff's. Ja. Tun Sie es nicht. Ja. Tun Sie es nicht. Ja, nee, tun Sie es einfach nicht. Verschwenden Sie nicht. Also. Tun Sie es nicht. Ich habe den Leuten, wie gesagt, angeboten, sie können gerne alle zu mir kommen, wenn sie eine Frage haben. Ich helfe gerne. Ich bin jetzt in diesem Ausarbeitungsteam für die Gesetze mit dabei. Wie gesagt, mein Werdegang geht recht steil gerade auf. Ich versuche alles zu managen, was zu managen ist oder was geht, was in meiner Macht liegt. Und ja, mehr kann ich nicht anbieten. Ne? Das ist halt schwierig. Für die Polizei habe ich da habe ich keine Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Ich hoffe darauf, dass die Leute auf mein Wort hören, wenn ich was sage und das umsetzen. Da sind mir einfach die Hände gebunden für mehr. Ja, ich weiß. Langsam resigniere ich auch ein bisschen. Also es ist halt jeder Tag, den ich... Ich meine, dass dieser Fall, den ich jetzt seit Mittwoch mit mir rumschleppe, der von der Beweislast so unendlich erdrückend ist, dass ich schon, dass einen Vorschüler entscheiden könnte, was da Recht und was Unrecht ist.
Ja. Ist halt, ich meine, das, wo sie jetzt unten in der U-Haft gesessen ja, haben. Ja, ich meine, der, ich kann das nicht, es geht nicht weiter. Die Judikative ist nicht da. Ich kann die, ich kann den betreffenden Richter nicht erreichen. Herr Campbell, ja. Herr Campbell ist damit beschäftigt, falsche Beschlüsse zu schreiben. Und, der Beschluss wird auch rausgenommen. Ja. Ja, super. Also wir haben den Beschluss heute ins Gesetz übernommen, also in die Gesetzesänderung. Und ja, mal schauen. Wie gesagt, ich weiß aktuell gar nicht, ob er noch Richter ist oder nicht. Kann das, weiß es echt nicht. Ja, genau. Und das ist genau das Problem. Jetzt habe ich hier, also jetzt bin ich hier, ne, und habe, und jetzt geht es darum, die Exekutive zu kontrollieren. Und jetzt stehe ich hier mit einem offensichtlichen Fall eines Fehlers der Exekutive. Und wer ist der Ansprechpartner? Und wo wird die Entscheidung getroffen? Und das haben Sie da schon irgendeine Klage eingereicht, offiziell? Ja, bei vier Staatsanwälten habe ich vorgesprochen. Haben Sie irgendwas Schriftliches? Was schriftlich? Ich habe. Haben Sie oder haben Sie nicht? Ich habe nichts Schriftliches, natürlich nicht. Okay. Kann ich Sie bitten, mir zu spätestens morgen Abend 20 Uhr irgendwas Schriftliches zukommen zu lassen? Entschuldigen Sie, nein, Herr Ernst, nein, nein, nein. Okay. War auch folgender Grund nicht. Ich bin als normaler Bürger, als absoluter Normalo, hier als Zivilist, als der Typ, der genauso wie ich 200 Mal hier existieren könnte, bin ich an die Gesetze und Verpflichtungen jedes Zivilisten gebunden. Daran, dass ich, wenn ich was falsch mache, im Gefängnis lande, und daran, wenn ich was richtig mache, dass mir das halt nicht passiert. Ja, oder daran, wenn mir Unrecht geschieht, dass ich die Möglichkeit habe, mich an Anwälte zu wenden, an Staatsanwälte zu wenden und dass ich mit denen in irgendeiner Form zu meinem Recht finde. Ja. Und ich habe mit 3 Staatsanwälten gesprochen. Einem Richter und einem unerreichbaren Richter, wo nicht klar ist, ob der Richter ist oder nicht. Ja. Und nein, wenn es nicht möglich ist, aufgrund dieser erdrückenden und eindeutigen Situation eine Konsequenz zu ziehen, dann habe ich in dieser Stadt hier nichts verloren. Also dann habe ich hier einfach nichts verloren. Absolut gar nichts. Also ich kann es nicht noch offensichtlicher machen. Noch offensichtlicher und was soll ich tun? Also ich bin sehr frustriert, das ist aber auch nachvollziehbar, denke ich. Ich werde noch mehr Energie in etwas verschwenden, das nicht von Erfolg gekrönt ist, weil ich es schon mal durchgemacht habe. Es war schon mal sehr offensichtlich und da wurde mir von der Exekutive her wieder ins Gesicht geschlagen und da wurde gesagt, nein, das steht zwar nicht im Gesetz, aber wir tragen das nachträglich rein und das wird nicht, und dann ist es erledigt. Okay. Ich bin sehr frustriert. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, die Exekutive zu kontrollieren, und aktuell sehe ich keine, selbst das FIB macht, also das FIB sagt aus Quellen, die ich habe, dass sehr viele Leute da korrupt sind, aber wenn es keine Möglichkeit gibt, die Exekutive zu kontrollieren und da einfach mal zu sagen, Entschuldigung, das ist A, B und C Vorfälle, Sie machen Ihren Job nicht richtig, Sie werden ausgetauscht, die Wahl wird angesetzt, zack, 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 und das in einem effektiven Nutzen, sodass das transparent nach außen noch kommuniziert wird, dass die Bevölkerung den Eindruck hat, da passiert was, dann ich verschwende meine Kraft, ich verschwende meine Energie, ja, meine Kompetenz, mein alles eigentlich. Okay. Und Sie auch dann. Dann können wir auch einen Polizeistaat aufmachen, dann können die auch in Militäruniformen und Panzern durch die Straßen fahren und können uns dann bei gegebenen Straftaten oder weiß ich nicht, nach Demonstrationen können die uns dann auch direkt niederschießen. Weil schlussendlich wird das hier auch gerade gemacht. Auf mentaler Ebene. Ja. Ich bin sehr frustriert, das merkt man vielleicht. Ja, auf jeden Fall merkt man das natürlich. Durchaus auch zu Recht. Wie gesagt, also dadurch, dass ich bei dem Fall nicht dabei war und ich auch ganz ehrlich bin, dieser Fall recht komplex ist. Ist er ja. Zumindest für den Außenstehenden. Hey. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sie mir irgendwas Schriftliches geben können. Ich kann Ihnen... Ich mit der Begründung, wir haben morgen um 20 Uhr dieses Meeting. Dort befinden sich
also sofern anwesend, alle Anwälte, alle Staatsanwälte. Herr Weiß hat sich alles notiert, was ich ihm gesagt habe. Herr Weiß hat getan. Hoffentlich die Möglichkeit haben, da was zu sagen. Frau okay, van Miau weiß komplett Bescheid. Herr Bjergsen wurde darüber auch unterrichtet. Okay. Dann sollten das ja genug Leute tatsächlich als Schriftstück haben. Sie sollten es, wenn Sie sich aufgeschrieben haben, haben, ja. Sie können es gerne nochmal ansprechen, vielleicht wird das gemacht, aber... Ja, ich werde mal morgen ansprechen natürlich, ob wir, wenn wir sowieso schon alle zusammensitzen, da irgendwas gleich machen können oder nicht. Appelliere auf die Vernunft der anderen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, alleine kann ich da nicht viel reißen. Aber ich schau mal, was ich machen kann. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt auch eine dezente Umstrukturierung noch bei uns. Wir werden aufstocken in der Richterebene, in der Staatsanwaltsebene etc. pp. Wir sind mehr als unterbesetzt aktuell. Und dann kommt noch dazu, dass ja dieses, wie nenne ich denn das, Strafaufzeichnungssystem sich ändern wird, falls Sie es schon mitbekommen haben. Was meinen Sie? Naja, es soll ja implementiert werden, dass jetzt jeder Zugriff hat auf diese Strafakten, also jeder, der es darf, tatsächlich. Ach, weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. So ein permanentes Führungszeugnis, meinen Sie? Ja, das ist der Tenor dazu, genau. Ja. Und ja, da wird halt auch gerade dran gearbeitet im Hintergrund noch, und da sind auch viele Umstellungen, die da noch passieren werden. Ich entschuldige es, obwohl ich es gar nicht entschuldigen möchte eigentlich. Aber ja, ich weiß. Ich weiß aktuell einfach nicht, was ich machen soll. Ich würde Ihnen gerne helfen. Ich hätte gerne ein schönes, rosiges Los Santos, wo wir alle gerne unsere Zeit verbringen drinne. Aber es ist aktuell sehr schwierig bis aussichtslos zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich möchte es noch nicht aufgeben, bevor ich nicht alles dafür getan habe. Mm, ja. Bin ich ehrlich. Ja. Da bin ich so hartnäckig hinterher, dass ich hoffe, dass ich da irgendwas bewirken kann. Das ehrt Sie hier ernst. Ich habe keine Hoffnung mehr, aber vielen Dank für die Hilfe, wenn sie dann kommt. Ich versuch's. Ja. Da können wir Sie Mechaniker gerufen. Da vorne vielleicht, nein. Bei den zwei Fahrzeugen da vorne. Vielen Dank. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich gebe mein Bestes, da irgendwie was zu machen. Und vielleicht wird's was. Ja? Ich sag mal, wenn wir dann noch den Sigi als Governor haben, haben wir auch nochmal eine Stimme mehr, der irgendwas entscheiden, also Mitspracherecht hat zumindest, ja. Was genau der Governor am Ende darf, was er nicht darf, ist noch nicht niedergeschrieben. Da arbeiten wir jetzt auch aktuell dran, damit das noch, bevor alles entschieden ist, irgendwie schriftlich dasteht. Ja. Ja, weil es gibt jetzt Gerüchte, wie zum Beispiel der Governor darf Gesetze komplett alleine beschließen oder so. Dem ist natürlich nicht so. Also nee. Das ist uns allen bewusst, also zumindest jedem, der mehr als bis drei zählen kann. Und das wird auch noch niedergeschrieben. Wir sind aktuell mit viel Büroschriebs beschäftigt. Deswegen auch die große Abwesenheit von der Frau van Miau aktuell. Die Frau van Miau habe ich sehr regelmäßig gesehen, den Herr Campbell nicht? Ja, deswegen spreche ich auch nur sie an. Weil nachgewiesenerweise der Herr Campbell mit großer Abwesenheit glänzt. Das ist vielen Leuten bewusst, die in der Lage sind, diese Person abzusägen. Deswegen sage ich ja auch, ich bin aktuell nicht im Wissen, ob der noch Richter ist oder nicht. Darum geht es gerade, ne? Ja. Weil er einfach mit so großer Abwesenheit glänzt. Und dann soll man doch lieber zwei, drei willige Leute, die zwar Anfänger sind, nach oben holen zum Richterdasein. Hauptsache, sie sind da, damit Fälle bearbeitet werden können. Ob sie zu 100% richtig bearbeitet werden, ja gut, das steht erstmal noch im Raum. Aber zur Not kann man ja immer noch in Revision gehen oder was auch immer, ne? Also, ich sag mal, da sind ja den Welten keine Grenzen gesetzt. Ja, doch. Doch, leider sind sie das. Leider, doch, leider ist es. Wenn es mal tatsächlich zu einem ordentlichen Verfahren käme, also ich habe noch keins gesehen, seitdem ich hier anwesend bin, noch nicht eins. Ja, muss ich leider so sagen. Ich habe hier noch nicht einen Gerichtstermin gehabt, wo es hieß, ich Anwalt gegenüber Staatsanwalt
Und da vorne sitzt noch ein Richter, habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Darauf warte ich noch, ich hoffe, dass es passiert. Wäre toll. Es wäre einfach, dann würde mehr funktionieren, aber die Hoffnung habe ich ja so weit runtergeschraubt. Ich glaube, ich sag mal so blöd, wie es klingt, solange ich es nicht selber mache, macht es wahrscheinlich keiner. Ja. Gut, Herr Ernst, ich werde mal trauriger, wenn ich mit Ihnen weiterrede. Ja, ich merke das. Das heißt, wir sollten uns jetzt trennen. Ja. Also vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass... Ich würde auch gerne mal noch frische Nachrichten bringen, aber aktuell leider nicht möglich, ne? Genau. Tut mir leid. Also, einen schönen Abend noch. Ja, ciao. Bist du soweit? Ja, sicher, Lensch. Können wir kurz nochmal hoch zu den Mangolds fahren? Ja, klar. Ich muss mal zu Raoul. Was hast du gesagt, Ebbing? Du, tut mir leid, heute ist echt viel los. Bist du noch ein bisschen da heute? Ach so, ich lass die pennen. Tut mir leid. Kann ich ungefähr, okay. Kurz nach der Sonnenwende nochmal runterkommen, klar, okay. Eine Grußlied, bist du da, dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Bigam, bist du das? Was? Wer ist ja, gut, Tyrone? Dann komm ich nachher einfach nochmal runter, Ebbing. Oh Mike, ich ruf dich gleich wieder an. Ja, okay. Ja, später, hallo. Wir telefonieren gleich. Ich muss fahren. Ja, Scheiße, Ivan, dann ist heute wieder viel los. Ja, ich muss auch gleich sofort anfangen zu telefonieren. Wieso, was ist denn schon wieder passiert? Nee, ist einfach nur viel los. Ich habe gerade 2 verpasste Anrufe gehabt. Ja, hau rein, ich habe jetzt kein Telefon mehr. Telefoniere ruhig. Ja. Zu Mangold? Ja. Ich muss zu Raoul Geld abholen. Guten Tag, Gerlin. Schön, dass Sie zurückgerufen. Ja, ich habe hier einen Anruf gesehen. Tut mir leid, dass ich rangehen konnte, gerade ein wichtiges Gespräch. Was kann ich denn für Sie tun? Kein Problem. Sie hatten mir ja mal erzählt, dass Sie haben, ich glaube, Schwarzwasser oder so als Firma. Korrekt. Haben Sie zufällig Kontakt zu einer Firma namens Sikuru Surf? Ja. Hätten Sie eine Kontaktnummer für mich noch da? Was wollen Sie denn genau, wenn ich fragen darf? Ich möchte nur um ein paar Informationen einholen. Ja, das ist, das mache ich auch, wenn ich Sie frage, was für Informationen Sie einholen wollen. Ich habe gehört, dass es war gestern eine Party da. Hm. Und ich würde gerne wissen, wer der DJ war. Sie würden also gerne von mir eine Telefonnummer. Das kostet viel Geld. Das ist sehr praktisch, denn ich habe tatsächlich in meinem Telefonbuch die Telefonnummer von dem Geschäftsführer. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Was ich kann Ihnen geben für die Vermittlung der Nummer? Ja, ich würde sagen, ich gebe Ihnen meine Kontonummer. Dann sehe ich da gleich 20.000 drauf einkommen. Und dann kriegen Sie die Telefonnummer von mir. 20.000, sagen Sie. Alles klar. Okay, dann ich habe Stift und Papier und kann aufschreiben. Alles klar, kleinen Moment. Lassen Sie mich das kurz. Ich fahre gerade Auto. Das ist immer schwierig. Die Kontonummer lautet 688. Ja. 167. Ja. 090. Und ich behalte das jetzt hier im Auge und dann, wenn ich da gleich 20.000 drauf einkommen sehe, dann kommen wir ins Geschäft natürlich. Alles klar. Wollen Sie sich nochmal melden, wenn Sie soweit sind? Ich würde mich nochmal melden, kurz bevor ich die Überweisung tätige. Alles klar, bis gleich. Alles klar, vielen Dank, Herr. Na du, Geschäftsführer, Telefonnummer? Von Callahan. Von Callahan? Ja, der will da nur eine harmlose Frage stellen. Aber langsam muss ich auch das machen, was ich meinen Mitarbeitern predige, nämlich, dass ich Sachen nicht mehr kostenlos rausgebe. Richtig, ja. Ja, und wenn ich meine, das ist ein guter, das ist von der Baronschaft, Falk ist ein guter, aber anstatt 200.000 habe ich ihm halt 20.000 gesagt. Ach, von der Baronschaft? Korrekt. Na, da möchte ich wohl einer Stimmen abholen. Kann ja, sein. Nur schade, dass die Stimmen leider schon vergeben sind. Herr Baron, Sie müssen etwas schneller sein. Ich glaube, die Prämisse auf Ihren Wahlkampf in der Forums-App hatte wohl Vorrang, nur leider ist das die falsche Herangehensweise.
Nun ja. Cool wäre, wenn wir so ein Plakat von dir hier aufstellen könnten. Ja, das weiß ich nicht, wie weit das da noch geht. Du holst jetzt das Geld für die 3 Millionen, oder was? Ja, ich hol mir jetzt das Geld erstmal. Leihweise. Und den Rest kläre ich morgen dann. Ja, das sieht ja nicht so gesund aus hier. Was ist dem jungen Mann denn passiert? Sicher, Raoul Bonny, grüße. Er denn gemacht, ist er gestolpert oder was? Okay, ich sollte mich hier nicht aufhalten. Das ist so verkäfert hier. Oh mein Gott. Haben Sie... Ich gucke einfach mal in die andere Richtung und telefoniere weiter. Herr Lensch? Ja, Tyrone, du hast mich angerufen. Hier ist ein Hund. Der Herr Marx hat mich gerade nochmal angerufen. Soll ich den nochmal, der wollte einfach fragen, was wir schon so haben. Soll ich den einfach nochmal fragen, ob die den schon mal mit den Dokumenten konfrontiert haben oder so? Weil viele haben wir noch nicht. Ich kann Ihnen ja nur sagen, dass wir einen Termin ausmachen wollen oder das versuchen. Ich würde mit Herrn Marx sprechen, damit er weiß, mit was für einer Situation wir uns jetzt hier noch begeben. Also der hat dich eben gerade angerufen, oder? Ich stehe gerade hier ihm gegenüber. Ach so, ja, gut. Dem getroffen, aber wir haben noch nichts irgendwie... Also er ist gerade im Gespräch mit dir. Er ist gerade hier bei mir. Alles klar, dann kannst du ihm gerne darauf erstmal nochmal fragen, ob er selber schon mal Kontakt gesucht hat mit den Dokumenten. Ja. Und wie die Reaktion war. Ja, okay, damit wir uns drauf einstellen können. Genau, absolut. Okay, gut. Alles klar. Dann zusätzlich kannst du ihnen von dem Gespräch erzählen, was wir mit dem SD-Polizisten hatten. Dass die uns darauf hingewiesen ist. Dass er kaum da ist und dass wir ihn dass wir einen schriftlichen Termin über die Forums-App mit ihm machen müssen, weil er halt kaum da ist. Ja, nimm dann okay. Damit er ungefähr weiß, was für eine Zeitspanne wir uns jetzt hier alles klar. Beschäftigen müssen. Ja? Der Aufwand ist halt enorm. Schon wieder. Okay? Herr Mark, ja, okay, alles klar. Ruf an, wenn das ist. Jo, mach ich. Ein Schlingmann hier am Apparat, das kann ich tun. Ja, Lensch hier, hallo, Herr Schlingmann. Hallo, Herr Lensch. Wir wollten noch mal gucken wegen Treffen und so. Ja. Ich bin gerade oben bei den Mangolds. Wie schnell können Sie denn hier sein? Sie glauben gar nicht, wie schnell. Sie sehen jetzt gerade einen Sportwagen. Ah, ja, alles klar. Vor Ihnen. Ja, alles klar. Herr Schlingmann. Das ging schnell, ne? Das ging richtig flott. Ihr Auto ist übrigens gerade bei mir verschwunden. Warte mal. Kleinen Moment, ich habe gerade noch ein Gespräch. Ich bin gleich da. Lensch, hallo? Guten Tag, Herr Lensch. Der Falke hier. Ich werde Ihnen jetzt überweisen das Geld. Sie werden das jetzt überweisen, alles klar. Ich schaue auf mein Konto. Korrekt. Moment, kurz eingeben. 20.000, Sie haben gesagt. Korrekt. Dann das Geld müsste jetzt ankommen. Alles klar.
Haben Sie was zu schreiben? Ich habe was zu schreiben, das ist korrekt. Okay, es handelt sich hier um den Geschäftsführer von Sekuro. Das ist der Herr Callahan. Das ist die 323. 323? Ja, 732. Ja. 201. Vielen Dank. Okay, verstehen Sie mich nicht falsch bezüglich des Preises. In der Regel wäre noch eine Null hinten dran gewesen, aber ich vertraue Ihnen. Und weiß, dass die Baronschaft das da nicht irgendwie missnutzen wird. Nee, das werden wir dann nicht missnutzen. Ich wünsche aber trotzdem, dass dieses Gespräch vertraulich behandelt wird. Natürlich. Sehr gut, Herr Lensch. Dann, falls ich noch mehr habe, ich werde mich bei Ihnen melden. Alles klar, wiederhören. Wiederhören. So, Schlingmann. Ja. Was kann ich für dich tun? Was? Was kann ich für dich tun? Das war genuschelt. Ach so, ja, dann nuschelt man, kriegt man die Zähne auseinander, ne? Hm. Ja, nee, wir hatten ja letztes Mal so ein kleines Disputchen, ja. Und ich bin dann auch etwas genervt und angepimmelt weggefahren, weil es mir halt wirklich ein bisschen auf den Sack ging. Ja. Aber ich will ja eigentlich. Warum gehst du jetzt weg? Bleib ich wollte dich nur mal anleuchten, sorry. Ach so. Ja, warte mal, wenn du Angst im Dunkeln hast, leuchte ich dich auch mal an. Okay, sprich. Ja, nee, wie gesagt, ich will ja eigentlich nicht, dass wir hier im Stress und im Ärger immer auseinander und wieder zusammengehen. Das ist ja irgendwann auch mal doof, ne? Ja. Außer dir gefällt das und du willst es weiterhin so durchziehen, aber ich denke mal nicht, dass du auch mich so nervt das. Bist, der... Ja, mich auch. Und ich denke mal, wir können auch anders. Ja, korrekt. Ja. Ne? Weil wie gesagt, ich habe jetzt meine Firma, die jetzt demnächst die im Laufe der Woche angemeldet wird. Diese heute auch Event-Sachen? Ja genau, wir hatten heute auch ein Event. Ich weiß nicht, ob es durchgedrungen ist zu dir. Das Rennen, ne? Ja genau, das Viertelmeile-Rennen. Wie war's? Super, super. Also wir hatten insgesamt um die 45 Gäste. Wir hatten 15 Fahrer. Mhm. War richtig gut. Ja. Von dem her lief auch richtig gut. Wie bitte? Wer hat gewonnen? Also, wir hatten zwei Gewinner, also einmal Supersportwagen, einmal Sportwagen. Ich weiß aber die Namen nicht mehr. Okay. Wie gesagt, irgendwann hat man auch keinen Überblick mehr, ne? Ja. Wenn man hier organisatorisch unterwegs ist. Ja. Nee, aber wie gesagt, es läuft jetzt. Firmenanmeldung ist unterwegs. Wir heißen ab jetzt Satisfy Events, also wenn du mal irgendjemanden hast, der ein Event bräuchte, ne, kannst du mich ja anrufen. Ich sag mal, Schlingmann, du alte Mütze, Junge. Zack, ja, ins weiße Gesicht. Hallo, hast du dir auch so ein scheiß Bart ins Gesicht geklatscht, sag mal? Ja, natürlich. Oh, Koffer, in was für ein Land leben wir eigentlich? Jetzt auf einmal tragen alle ihre komischen Bärte. Ja, Bart macht sexy, hast du das immer noch nicht kapiert? Also, warte Pass mal ganz auf, willst aber du mir jetzt etwa sagen, dass Lensch sexy aussieht mit seiner Gesichtsmuschi da? Wow, können wir bitte... was habe ich denn jetzt damit zu tun? Ja, ich hab dir das verfolgen. Ich will dir ja auch nicht zu nahe treten, aber der Bart. Du trittst mir aber zu nahe und jetzt sei mal bitte ruhig. Okay, wir reden hier gerade. Ja, wollte ich gerade sagen. Sigi, warte mal kurz. Ja, eben. Also, wie gesagt, ich will hier nicht jedes Mal so ein Pille-Palle-Gedönszeug haben. Und vor allem, wir haben uns ja eigentlich cool kennengelernt, denke ich mal. Ja. Und ich möchte das auch eigentlich aufrechterhalten, weil, wie gesagt, war ja eigentlich bisher eigentlich mal ganz locker und cool. Achso, du musst einmal sagen. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch mal wieder hin und wieder aufnehmen können. Ja. Das ist kein Problem, okay. Ich bin ja nicht auf Streit aus. Ich habe ja, so schon nicht. Viel zu viel Streit mit der Polizei. Ja, das, ja, bekommt man halt so nebenbei mit, ne? Hm. Nee, also wie gesagt, dann hoffe ich mal, wir können auch demnächst mal wieder miteinander telefonieren und irgendwas machen. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, belassen wir das bei der Vergangenheit und hoffen, dass die Zukunft wieder besser wird. Genau. Du hast gesagt, du hast sonst irgendwas? Was habe ich? Du hast noch irgendwas? Ja, und zwar, mich hat heute wieder jemand angesprochen, und zwar der Herr Raki, der früher bei der Baronschaft tätig war. Der hat da ein kleines Problemchen. Ich habe nicht groß hinterher gefragt, weil ich gesagt habe, Detektivarbeit kann ich nicht machen. Dafür bin ich halt einfach nicht ausgebildet genug dafür. Ja. Habe ich gesagt, ich hätte aber jemanden bei der Hand. Ich würde ihm seine Nummer geben. Kleinen Moment, kurz noch einen Anruf. Nehme ich gleich auf. Tyrone, was gibt's? Gut, also ich habe mir jetzt die Zeit, also das mit der Zeitspanne soweit mitgeteilt, dass ich den halt nicht direkt morgen oder übermorgen anrufen werde, zwecks irgendwelchen Informationen. Des Weiteren versucht er seine Kontakte spielen zu lassen, dass wir vielleicht nicht nur über das Bürgerforum sozusagen an den rankommen, sondern eventuell auch über eine Telefonnummer oder so. Ja. Ja, so. Also, ja, du musst ihn halt nur offen und ehrlich genau das sagen, was wir an Informationen gekriegt haben, nämlich. Habe ich. Genau, dass wir das,
dass es schwierig ist, den Herrn Gamble zu erreichen, dass es halt eine gewisse Zeitspanne auf sich hat, auf sich zieht deswegen und wir halt dran sind und der nicht direkt übermorgen oder so mit einer Unterschrift zu rechnen hat, weil es einfach kompliziert ist. Unrealistisch ist, ja. Genau. Was machen Sie gerade? Gibt es irgendwas zu tun? Ich gehe mit Lentis auf Wahlkampf gerade. Ich klapper gerade alles ab. Ah, okay. Na dann, viel Spaß und viel Glück. Ja, wenn ich was habe, melde ich mich. Alles klar. Gut, bis dann. Wieder, ciao. Lensch. Gerne, wie gesagt, bei meinen Grundstück ist in der Tasche. Ich rufe dich auch immer an. Hast du? Ich hab den Vertrag unterschrieben. Gott sei Dank. Vielen Dank. Also, schwarz mal die feuchte Runde, Junge. Ach, schon wieder? Bleib so. Mal geschmeidig, Siggi, du bist immer so aggressiv. Entschuldigung, Mann, jetzt konnten die alten Gene, die wieder durchkommen. Ihr musst dich ja nicht gleich hinsetzen. Ja, so, Schlingmann, gib mir mal die Telefonnummer jetzt. Ja, ich geb dir mal, also ist der Heraki. Siggi, ich lass dir das alles mal. Der sucht halt, wie gesagt, der hat ein paar Sachen, die er gerne klären möchte. Und da habe ich gesagt, ich geb die Nummer dir und dann sollst du mit ihm in Verbindung setzen und dann passt das, ne? Ich erwähne dann deinen Namen, sag mal die Nummer. Das ist der Herr, das ist die 323. Ja. 820-368. Heraki. Ja, genau. Okay, ich guck mal, ob er da ist. Der ist, glaube ich, nicht mehr da. Den habe ich heute schon mehrmals versucht. Ist nicht da. Nochmal. Ja, ja, alles klar. Aber wie gesagt, nimm mit ihm mal Kontakt auf und dann sollst du es, wie gesagt, ich will auch gar nicht großartig viel wissen, weil das soll er mit dir dann klären, ja? Genau. Oh, erst mein Bierchen kippt mir ein Loch häuft. So. Ah, lecker. Okay. Passt, oder? Ja, super. Dann, wie gesagt, klärst du das Restliche dann mit dem Raki. Genau. Gut. Ich danke dir, Ben. Gerne doch. Wie gesagt, ich schicke auch mehrere Leute zu dir rüber, wenn irgendwas ist. Ja, klar. Wenn du was hörst, immer ran. Wunderbar. Ja, und wenn du dann mal was hörst, ne? Eventmäßig, klar. Alles gut. Ne? Satisfy Events, kannst du gleich mal Werbung machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lass dir gut gehen, Raoul. Mach's gut, Raoul. Haus der Raoul. Wir kennen uns noch, ne? Ja. Der mit dem Gürtel. Das sind jetzt nicht wirklich positive Erinnerungen. Aber. Ich will ja nicht mehr darüber erzählen. Ja, Raoul, alles gut. Ja, wir sind alle Männer der Straße, würde ich sagen. Ja, spritziges Erlebnis. Definitiv, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich muss mich ein bisschen um meinen Praktikanten da hinten kümmern. Ja, mach alles mal. Alles klar, Raoul, hauste. Man hört sich nicht gut gehen. So, Lentis, können wir los? Ja, sicher. Warum? Wie? Ich dachte, wir wollen auch noch reden. Was hast du denn auf dem Herzen? Der Busch. Ich wollte dir nur sagen, dass die Woche meine Firma aufgeht. Oh ja, schön. Also mein weiter. Oh, aber schön. Die ist ja klar, ne? Die ist ja an meiner Seite. Wir hatten heute das Event. Nächstes Wochenende gibt es dann die Schnitzeljagd endlich. Ja, sicher. Und wie gesagt, ja, wenn du mal was hörst, ne, du hast ja meine Nummer, ruf mich an. Ja, mache ich, alles klar. Ne? Wer dann, macht das eigentlich mit dir, Bing? Wer das mit mir macht? Ja. Also ich habe den Herrn Jan Schwarz und die Yuki Arashi. Ah. Was hustest du jetzt so? Nein, ja, hört sich interessant an. Warum, was? Ich suche hier gerade was. Ja, nee, okay. Ja, ich, klar. Willst du mir irgendwas mitteilen? Nein, aber es ist schön, das zu sehen, dass Frau Arashi endlich ihre Berufung gefunden hat, nachdem sie ihre Kerze in unendlich viele Töpfe getaucht hat. Es gefällt ihr und sie macht ihren Job super, 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 super toll. Also sie hat die Woche auch die ganzen Zusatzplanungen übernommen, die Yuki, und hat es super gemacht. Also wirklich top. Ja. Ohne sie hätte ich das Event heute nicht so machen können, wie es gelaufen ist. Schön. Wirklich so. Toll. Und es macht ja auch wirklich Spaß. Ja. Cool. Ja. Sicher. Alles klar, ne? Dann macht mal euer Geschäft weiter, was auch immer ihr gerade vorhabt. Und wenn irgendwas ist, ruft an, meldet euch bei mir. Ich bin da. Ja, wie immer. Ja, ihr zwei Hübschen. Alles klar. Bis dann, ne? Bis dann mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, Moment, wir sind gleich wieder da. So.
Hast du schon das neue Krankenhaus gesehen? Ja. Das meine so Herren, da haben die ja gar nicht. Da haben die richtig reingebuddert, sag mal. Ja, sah richtig gut aus. Das fand ich auch. Wir waren gestern aus Versehen im OP-Saal drin, weil wir falsch abgebogen sind. Was? Ja, fand der Arzt nicht so witzig, dass wir da durchgeturnt sind. Aber es ist halt einfach passiert. Aber danach haben wir das alles geklärt und naja, war alles gut. Naja. Ich kann mir jetzt vorstellen, du tauchst da mit deinen Sandaletten im OP auf. Ja, ich hab, da war Herztransplantation und irgendwie, naja, ich wollte halt mal gucken, ne? Ich wollte halt mal gucken, ne? Hast du ihm das auch so gesagt? Ja, na, ich hab gesagt, ich möchte kandidieren für einen Governor und wollte halt sehen, ob da irgendwelche Missstände sind, ne? Ja. Und die haben gut gearbeitet vor Ort und so, hab ich gesagt, na, ist alles gut, ich zische mal wieder ab, ne? Kann also bleiben. Ja, sicher. Bleiben Sie so. Ja, na, das ist ja, funktioniert ja auch. Hast du noch Termine? Nee, ich bin jetzt auf jeden Fall frei. Einen Termin hätte ich auf jeden Fall an der Tankstelle, weil ich verdurste gleich. Jo, fahren wir hin. Und in der Grove Street müsste ich nochmal. Ja, dann fahren wir da zur Tankstelle und dann direkt zur Grove Street. Ja, gleich Sonnenwende nochmal. Oh Gott. Dann müssen wir das nochmal machen hier. Ja gut, ich kann auch nachher Sonnenwende runterfahren. Das ist auch kein Problem. Sieht doch schon wieder aus, als ob da Action wäre. Jo, wann ist hier mal keine Action? Dann hol dir mal ein Getränk. Jo, mach ich. Sag mal, Lensch, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil ich gerade ein bisschen Geld gekriegt habe, ne? Aber hast du vielleicht gerade mal Bargeld in den Tisch? Denn nimm keine Karte. Ja. Das wäre echt nett von dir, sonst sterbe ich. Das war, glaube ich, mein Reifen gerade. Ja, also, ich meine, du bist schlanker geworden. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, warum das passiert ist. Dankeschön.
Alter, was kauft der den scheiß Saft? Mein Gott. Nimm mal die Fäuste runter. Was, wo willst du denn hin? Ich will dir das Wechselgeld geben. Nein, steig ein jetzt. Was? Das ist doch nur ein Tausi, was soll das? Ja, du musst ja jetzt nicht wieder so tun, als hättest du hier viel Geld, oder ne? Hab ich nicht, aber das ist ein Tausi. Ja, was soll sonst den Euro geben? Oh, jetzt, ah, okay, der feine Herr Lensch hat's wieder dicke. Ja. Entschuldigung. Ach, das ist wie zu Hause hier. Ein bisschen, ne? Ja, 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 mach ruhig. Was geht ab, Jungs? Ja, moin. Ja, moin. Wo ist denn unsere Pralinchen? Der Curtis. Hier ist gerade eine Leuchtpistole kaufen, damit wir damit rumschießen können und Leute denken, das wäre eine Sternschnuppe. Dann wünschen die sich was und geht nie an Verfüllung. Alter, ihr seid richtig diabolische Typen. So richtig gemein. Ja. Von Grund auf böse. Schönen guten Abend, Jungs. Und Mädels. Ich kann nur nicht. Guten Abend. Was geht ab? Hallo, Siggi. Alles gut bei euch? Hey, Mensch, alles gut bei mir, bin ich ja Mensch. Ja, das freut mich. Du hörst dich ein bisschen krank an. Ich? Ja, sicher. Nee, bei mir ist alles gut, Mensch. Ach so, ja gut, dann habe ich mich wahrscheinlich verhört, ne? Das kann sein. Aber guck mal, wie viel Uhr, ich habe gedacht, wir haben einen Termin. Ne? Na, ja, hab ich. Ja, sicher nachher Sonnenwende, aber ich wollte vorher noch mal gucken, ob bei euch alles in Ordnung ist hier unten. Ja, ne, klar, mit. Der Lenz ist ja dabei, oder was? Hallo. Was? Ja, das ist Herr Lenz. Guten Tag, Herr Lenz. Hallo. So, du willst nachher so eine Wende einfach mal kommen, ja. Ja, sicher, dann treffen wir uns hier unten einfach, ne? Ich war eben gerade an der Tankstelle, ich musste noch... Oha, was mit hör dir? Hör doch mal auf jetzt! Gut? Ich war gerade an der Tankstelle, deswegen bin ich einfach fix noch runtergekommen. Also ich bin gleich nach der Sonnenwende da. Ja, super Mensch, da können wir mal quatschen, ne? Alter, ja, sicher, wo ist dein Schnurrbart und Lensch? Was machen die schon? Der wurde ersetzt. Von einem anderen Schnurrbart. Warum? Der andere sah doch viel besser aus. Nö, keiner. Ja. Oh, verdammt, Jungs, hört mir auf, fucking Marihuana zu stecken. Ja, lass mal 35 lesen, Mann. Verdammt doch mal. Ey, ja, sicher, Ebbing, aber das ist alles gut. Da brauch ich mir keine Sorgen machen. Ja, das freut mich. Das ist doch alles in Ordnung. Ist das dein Ernst, oder wie? Hier ist doch keiner in der Stadt, der rumsteckt. Hört mal auf, eure Taschen aufzuessen. Wer nuschelt denn hier so? Mach ich auch nicht. Hast du schon wieder Brokkoli da? Und hier macht doch gar keiner was. Natürlich. Ich krieg schon wieder voll, alles voll mit Drogen. Komm her, alles voll mit Drogen. Der White Boy kriegt wieder alles voll mit Cannabis. Cannabis. Und Schokokekse. Vielen Dank. Das ist ein Haschkeks, Bruder. Ja, du schuldest uns jetzt 35 Riesen. Nee, der Haschkeks macht auch nochmal 20 Riesen. Wisst ihr eigentlich, wie das läuft im Supermarkt? Der Kunde wählt etwas aus, geht zur Kasse und bezahlt. Nicht... Der Kunde kriegt es reingesteckt und sagt, das kostet jetzt 35 Riesen, Mann. Du bist doch hier nicht im Supermarkt. Ey, aber du hast dir das doch einfach genommen. Ich hab mir gar nichts genommen. Ja, Jerry, Curtis. Jedes Mal, wenn ich hier bin. Jedes Mal, Jungs. Ist heute irgendwas passiert? Wir waren auf Beerdigung von Dozer. Und, wie war's? Herzzerreißend. Warum habe ich das Gefühl, dass du das nicht erst meinst? Ja, nee, war ganz gut. Es gab zwei Bier, also wir waren zufrieden. Naja, war ganz gut. Ist ja auch ein Rocker gestorben, ne? Ja, aber es war, ja, wie soll man sagen, ziemlich verkäfert nicht, aber... Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich habe das ja verpasst, weil zu viel los war. Die Grenzen waren zu. Dass wenn ich dann am Polizeirevier vorbeifahre, dass dann eine riesige Stichflamme kommt oder so. Aber irgendwie war es ganz ruhig. Ja, da oben ging es eigentlich auch. War zwar nicht so verkäfert, aber wenn man da hinfahren wollte, ist man wohl einfach durch den Boden gefallen. Okay. Ja, krasser Trip, ja. Oh, stimmt, das habe ich auch gehabt. Dann höre ich immer diesen Song, diesen komischen und dann war ich wieder da. Den Song kenne ich nicht, Mann. Ich auch nicht, Mann. Ihr lebt ja auch in der Hood, ihr kriegt nichts mehr mit. War so viel dazu, dass er keine Drogen will, ja?
gibt trotzdem so einen übelsten Trip, Mann. Oha. Aber das... meinst du nicht, dass das Blanche ist? Blanche ist das. Was wäre das, soll das sein? Für Bart, Mann. Ja, Mann, der Bart gestern war viel besser. Ich hatte gestern hat sich halt den so eine Gesichtsmuschi ins Gesicht gezaubert. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Der hat doch diesen Kringelbart gehabt, der sah viel cooler aus, Mann. Der Kringelbart, genau. Der Kringelbart. Ja, wie dieser Sir, weißt du? Der Sir, das war aber kein Kringelbart, das war eher so ein... Did you just get raped, Bart? Mach sofort wieder den anderen Bart, du Pisa. Und hör auf, dein Auge zuzukneifen. Das ist hell hier. Oh, eine Sternschnuppe. Ich hab doch die Taschenlampe. Wünsche euch was. Siggi, hast du nicht erzählt, dass der... Glaubt ihr, dass der Lensch Anwalt runter, werden will? Lensch will Anwalt werden? Was? Ja, der Staatsanwalt. Ach, nee. Ich hab mit dem Staatsanwalt gesprochen, weil irgendwie passiert nichts. Und jetzt habe ich gefragt, was man machen muss, um Anwalt zu werden. Hey, du musst schreiben ins Auto, ne? Das geht schon mal, ja. Ich warne dich. Komm, wir schießen mal alle Richtung Cops, Mann. Die sind ungefähr da. Feuerwehr! Hätten die damals mal das auf der Titanic gehabt, Mann, da wären die nicht gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu der Zeit schon Leuchtraketen gab. Lugner. Ehrlich? Ja, vielleicht. Lugenlensch, Mann. Oh, guck mal, da funkelt. Ah, nicht! Aua! Barbecue! Hör auf damit! Wer das soll, der gut sein, bis gleich. Los! Happy Sonnenwende! Oh, der kommt zurück. Gott. Und wenn er kommt? Hilfe, ey. Gott, und ja, hier geht's ja zu, ey. Ich weiß nicht, ich muss mir mal gucken. Vielleicht gucken wir die ein oder andere Pressekonferenz, aber... Come on, ich... I don't know. Ein Supersportwagen. Ich fahre nicht. Wird er hier rumstehen oder was macht los? Mann? Nee, ich suche dich, ich will ihn mal vom Nahen sehen. Ah, sorry, Mann, dafür sind wir zu arm, sorry, Mann. Das okay. War ein von den White Boys Wagen. Okay, ja, danke. Ah, sorry, Mann, ich hab noch meinen Knüppel in der Hand. Macht nichts, ich hab auch eine Lampe. Und die hab ich auch, Mann. Tada! Wow, 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 wow. Ist klar, Mann, darf ich als Nächster auspacken? Ich muss meinen Jungs hinterher. Ja, cool, ja, ja, ja. Ja, gönn dir, Mann. Ab jetzt. Nicht deinen Schnacken, Kekse backen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, Jungs. Guten Abend. Einer von den Indien Turismo, er hier. Ja, nee, sorry. Fragen Sie doch am besten in der Forums-Applikation. Ja, wie bei einfach als hier. Nee, ich warte einfach.
things aren't always black and white. There's always a middle ground in life. Sometimes things aren't what they appear. Plan ahead. Get a good divorce attorney and run for the hills at the first sign of trouble. Don't drink, eat right, get plenty of sleep, and die of boredom. Los Santos Rock Radio is about seizing life by the horns and getting gored in the process. Written by Michael McDonald and myself, it's What a Fool Believes by the Doobie Brothers. He came from somewhere back in how long ago. He said about the fool, don't see, trying hard to recreate what had yet to be created. Was sind morgen für Pressekonferenzen? Und wie viel Uhr sind die? Microsoft. Oh. Ubisoft. Ubisoft, die haben nicht mehr diese coole Moderatorin, die irgendwie cringy war, aber auch cool. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht so cool. Also, Microsoft können wir uns vielleicht angucken. Wieder mit ihrer scheiß HoloLens kommen, ey. Mache ich jetzt erstmal Feierabend. Dann habe ich noch ein bisschen was klären können und dann mache ich heute nicht so lange, damit er morgen der Stream pünktlich anfängt, hoffentlich. Okay. Alles klar. Ich bin jetzt erstmal raus und werde hier die Segel streichen. Zack, zack, zack. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet auch noch eine erheiterte Zeit hier und Spaß. Danke für die ganzen Resubs und Subs. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Schaut auf Twitter vorbei. Immer mal, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Morgen gleiche Welle, gleiche Stelle, aber vielleicht andere Zeit. Who knows? Who knows? Ich bin raus. Tschüss, Miss. Bis morgen. Gute Nacht. Haut rein. Mike, danke für den Resub. 8 Monate. Dankeschön. Wir gucken uns nochmal Samsung an. Let's fucking go. Wir haben nichts zu verlieren.